Den hättest du gerne, Ila, ne? Aber da musst du noch ein bisschen auf das richtige Kapitel warten, bis sie den schon mal vorher haben. Den will er natürlich nicht, ne? Das war klar, jetzt. Hey, ich bin Dominik von Backhunter Expeditions. Das ist unser flitzenflinker, super aufmerksamer, allseits geliebter und gerade ziemlich verfressen aufgeregter Eli. Und dieses Video ist dann endlich, wie schon seit längerer Zeit angekündigt, mein finales, beziehungsweise das einzig eine, das wahre quasi zum Hundefutter, zu, ja, allgemein zur Ernährung von Hunden und möglicherweise vielleicht auch zur richtigen. Das werden wir hier beleuchten. Ich werde, Ila, ganz ruhig bleiben, es geht doch gleich los. Ila hat hier in jedem Fall was super Schmackhaftes gesehen und das wird es auch im Laufe des Videos geben. Für alle, die diesen Kanal jetzt nicht kennen, ich beleuchte ein Thema komplett allseits umfassend und mache dazu auch nur ein Video. Hier wird nicht etwas 27 Mal aufgekocht, auch wenn man das auf YouTube gerne haben möchte, so ein quasi 27 Teile. Es gibt hier nur ein Video von mir zum Thema Hundefutter allgemein und das ist dann quasi so ein Lexikonbeitrag. Ich packe es dennoch nicht in die Playlist des Outdoor-Lexikons hinein, weil wir ja dafür die Playlist der Weimaraner auf dem Kanal haben. Ne? Also das nur vorab, wer etwas zu diesem Thema wissen möchte, der wird hier, denke ich, von mir soweit, ich gebe mir in jedem Fall Mühe, aufgeschlaut. Und zwar habe ich das Ganze unterteilt in fünf, sind es mehr. Spontan noch gerade etwas geändert. Kapitel. Im ersten werde ich etwas sagen zur Ernährung vom Hund allgemein. Das heißt, ich beleuchte da so die Historie und die Physiologie, Aufbau und so weiter. Was ist der Hund eigentlich? Wo kommt er her? Und was kann man daraus für Rückschlüsse ziehen? Im zweiten Punkt gehen wir dann zu den Futtermittelunverträglichkeiten über. Das ist eigentlich eine logische Konsequenz des Inhalts aus dem ersten und so baut sich das dann auch immer weiter auf. Das eine baut auf dem nächsten auf. Das dritte wäre dann das Thema BARF, was ich dann quasi in seine Bestandteile mal zerpflücken werde, für alle, die es interessiert. Ja? Und im vierten Bereich werde ich dann meine Hundeernährung speziell erläutern. Das heißt hier vor allen Dingen natürlich Elis Speiseplan, als auch sowohl auf industrielles Nass- und Trockenfutter gehört hier natürlich auch irgendwo mit dazu, da eingehen und auch vermeintlich giftige oder ja doch, was man eigentlich so vielleicht nicht füttern sollte, da auch mal drauf eingehen. Und im letzten Bereich werde ich dann die Berichte meiner Webseite zusammenfassen bzw. doch mal darauf verweisen, von denen ich dieses Video hier zusammengerafft habe. Denn tatsächlich, wer es noch nicht wusste, Backcountry Expeditions, das ist der Verrückte, der eine Weimaraner Webseite betreibt mit allgemeinen oder gemeinnützigen Informationen, ohne Sponsoring, nichts als die Wahrheit, halt um anderen Menschen zu helfen. Und dieser Umfang ist, wenn man sich das anschaut, nicht der gerade ohne. Und ich habe in diesem Bereich alle Beiträge aus der Kategorie Futter. Ja, seht ihr ja oben im Header der Webseite, gibt es so ein paar große Übermenüpunkte und alle aus dem Bereich Futter befinden sich hier in jenem Video. Ich habe quasi alle Beiträge so weit zusammengerafft, dass ich da ja sozusagen ein Buch oder halt auch ein Video, ja, daraus erstellt habe. Das ist also nicht ganz ohne, aber ich denke, damit können wir das Thema dann abhaken. Ganz spontan, was ich gerade sagte, habe ich mich dazu entschlossen, damit hier auch nicht nur ansatzweise von dem leisesten, pessimistischsten, skeptischsten Mensch, der mich absolut nicht einschätzen kann und auch andere möglicherweise ganz schlecht nur, nicht der Eindruck entsteht, hier wäre irgendetwas gesponsert. Ja, damit das halt nicht passiert, habe ich mich entschlossen, hier keine Marken oder Ähnliches zu nennen, zu zeigen vor allen Dingen. Ich hatte dafür tatsächlich etwas schon vorbereitet, ein Intro, aber darauf hätte man eine Marke erkannt in jedem Fall. Und ich habe auch etwas zum industriellen Futter vorbereitet, das ziehe ich hier raus aus jenem Video. Und
Das ist es, kann ich gleich vorab sagen. Dazu machen wir ein separates Video. Das geht dann nur um eine Marke, die ich füttere. Da kann man, wenn man will, mir so etwas gern vorwerfen, auch wenn das natürlich nicht der Fall ist. Nur gleich vorab. Ihr braucht also keine Sorgen haben, na, für alle, die diesen Kanal nicht kennen. Ihr werdet hier definitiv nichts zum Kaufen angeregt. Zumindest nicht von irgendwelchen Marken oder gesponserten Geschichten, denn ich bin nach wie vor unabhängig und da lebe ich auch sehr großen Wert drauf. Ne? Denn das muss man hier oder möchte ich zumindest darauf hinweisen, beim Hundefutter ist das, wir sind ja auch bei YouTube auf einer Werbeplattform, es kommt neu hinzu, aber gerade beim Hundefutter ist das so ein Ding, ihr wisst mitunter nicht, dass möglicherweise eure beste Freundin, die euch gerade jenes Futter empfohlen hat, dafür natürlich auch eine kleine Provision kassiert. Das soll ja auch nichts Böses sein, ja, das kann ja auch einen positiven Hintergrund haben, aber wir werden im Video beleuchten bezüglich der Inhaltsstoffe, Nährwerte und so weiter, ja, ob es denn immer einen positiven Hintergrund hat oder nicht. Ne? Und deswegen möchte ich mich davon freimachen. Und wir werden hier ganz neutral über jene 5 oder beziehungsweise 4 ohne die Webseite Punkte zum Futter reden. Auf dahin, ich freue mich schon und wir werden in jedem Fall auch jenen Teller hier während des Videos, der Eli, ne, komm mal hier, Hopp-die-Zopp. Der Eli wird das Ding in jedem Fall verknuspern, das kann ich euch schon versprechen. Auf dahin, mein Hundefutter. Video. So penetranter geht's gar nicht. Ne? Das ist jetzt aber natürlich auch fies von mir. Könnte jetzt jemand, würde ich auch recht geben. Ne? Wenn ich ihm jetzt hier sowas schon aufkredenze, so ein Tellerchen, und er sieht, normalerweise wisst ihr ja, wir werden im Video darauf eingehen, wären die Rübchen schon längst weg. Ja, aber hier, ne, das ist natürlich klar. Weil und tatsächlich auch seine Träubchen, wo er sonst hier, ne? Naja, aber seht ihr, das geht noch, ja. Und wie wäre es mit so einem kleinen... Oh, da ist einer runtergefallen, Ila. So einen kleinen Trockenknecker, ist das auch noch drin? Naja, aber ich habe schon... Seht ihr, ja, da tropft der Zahn nicht. Denn das hat er in jedem Fall deshalb getan. Hier, darauf wartet er die ganze Zeit schon. Ja, die Fußis, ne? Hier. Wir werden ihm jetzt eins geben, damit er ein bisschen beruhigt ist und wir hier zumindest ein paar Minuten den ersten Teil mal abfrühstücken können. Aber hier könnt ihr euch schon mal dran vorab, ich werde also nicht so lange warten, bis wir bei diesem Kapitel sind, dafür quälen wir Eli nur unnütz. Hier geht es quasi um frisches Wild. Das ist ein Rehfuß, so wie ihr ihn immer mal wieder bekommt. Und was kannst du denn dafür machen, Eli? Und was ist hier mit den Superfußis? Ja, das ist doch was, ne? Aber denke dran, dass du den nicht wieder verbuddelst irgendwo. Den kannst du Futti machen. So, Eli ist in jedem Fall glücklich, habt ihr schon gesehen. Ja, ich werde mich jetzt zusammenreißen, dass ich ja nicht zwischenzeitlich hingreife. Und dann werden wir jetzt mal starten. Mit jenem ersten Punkt. Allgemein zum Hundefutter. Ne? Seitdem der Hund vor vermeintlich, so sagt man zumindest 10 bis 100.000 Jahren vom Menschen domestiziert wurde, da seht ihr schon, ist eine relativ große Zeitspanne, die man da als Schätzung angibt. Na, liegt natürlich auch daran, dass der Mensch praktisch meiner Meinung nach zumindest einen ganzen Fliegenschiss weiß, vor allem über seine eigene Historie. Und dann kommen natürlich auch noch die ganzen Lügen der Geschichte hinzu, wo man sich etwas nachträglich zurechtbiegt. Ja, von daher sind solche Zahlen mit Vorsicht zu genießen, aber ich sag mal, oder man sagt so, 10 bis 100.000 Jahre. In diesem Zeitraum wurde der Hund angeblich domestiziert. Ja, und seitdem hat er natürlich auch mit dem Menschen zusammengelebt, wurde logischerweise auch von jenem Menschen gefüttert. Das heißt, mit dem, was hier an den menschlichen Nahrungsmitteln
Zutaten bei der Zubereitung halt abfiel oder anfiel. Ja, das können wir jetzt nicht beurteilen, ob jemand vor, was weiß ich, 25.000 Jahren möglicherweise etwas nur für den Hund zubereitet hat oder gesagt hat, ich esse jetzt was und was überbleibt, kriegt der Hund. Ja, aber eines ist zumindest ein Fakt, die Hunde wurden vom Menschen versorgt und passen sich in ihrer Lebensweise damit auch dem Speiseplan, ganz genau geht es hier rum, dem Menschen an. Und das kann man tatsächlich, auch wenn man jetzt, was den Zeitraum angeht, noch etwas flügge ist, aber zumindest lässt sich das wohl genetisch nachweisen bei jenen Hunden, was diese Anpassung angeht. Und deshalb ist man darauf gekommen, dass sich der Hund von einem ursprünglichen Fleischfresser im Zusammenleben mit dem Mensch zum Allesfresser entwickelt hat. Wissenschaftlich gesagt könnte man auch sagen, er ist ein omnivore Karnivor. In der Biologie spricht man hier übrigens auch von einem sogenannten ökologischen Opportunisten, der sich hier den flexiblen Schwankungen von Umweltbedingungen anpassen kann. Das ist bitte nicht zu verwechseln mit jenen Opportunisten hier auf YouTube, das heißt den gesellschaftlichen Werbenutten, die euch hier für ihren eigenen Profit, mindestens aber Vorteil, die Hucke voll lügen. Ja, deswegen mag ich den Begriff Opportunist beim Hund nicht so wirklich, denn zumindest beim Menschen setzt man bei Opportunismus natürlich auch das Lügen mit ein. Ja, und ein Hund kann einfach mal. Kein Tier der Welt kann lügen. Sie können einen täuschen, das ist richtig, aber zumindest nicht anlügen, weil ihnen dafür schlichtweg die Worte fehlen. Ja, der Hund lebt also seit jeher sowohl von tierischen als auch von pflanzlichen Nahrungsquellen, so wie auch der Mensch halt. Wildlebende Hunde in anderen Ländern, gibt es spezielle Studien darüber, diese halte ich auch für ziemlich seriös und das deckt sich zumindest auch minimal mit meinen Beobachtungen. Minimal sage ich deswegen, weil ich keine wildlebenden Hunde verfolgt habe, sondern sie immer mal auf unseren Touren beobachtet habe, als auch quasi meine Hunde auf Tour auch quasi irgendwo wildlebend sind, wenn sie sich entsprechend, wie sagt man so schön, gehen lassen. Ne? Und jene ernähren sich dann, also nicht meine, aber die wirklich gar keinen Besitzer, Eigentümer, Halter haben, zu ungefähr 50% von Aas. Das heißt, sie sind speziell die Nutztierkarkassen, die also übrig geblieben sind von verendeten Tieren, von Haushaltsresten und Müll. Das ist quasi der zweite große Teil. Deswegen, das hat vielleicht der eine oder andere schon mal so ein bisschen im Süden gesehen, die Hunde, die irgendwo im Müll wühlen. Dann tat sich auch zu Pi mal Daumen 20% von menschlichen Fäkalien. Keine schöne Vorstellung, aber was soll ich sagen, auch das erlebe ich immer wieder. Leider kommt das schon mal vor, wenn Tourteilnehmer, ja, was soll ich sagen, bei mir ist das vorher raus, sich nicht 100% an die Toilettenregel halten. Wenn ihr euch wisst, was ich meine, dann kann es schon vorkommen, ja, dass Hunde sich dem Problem annehmen. Ganz einfach. Sie ernähren sich, wie gesagt, wir sind bei den wildlebenden Hunden, von pflanzlichen Ernteresten. Auch das ist nachweisbar, was auf den Feldern liegen bleibt und was beim Aussortieren jener Ernte weggeschmissen wird. Und tatsächlich nur zu Pi mal Daumen 10% von einem erlegten oder gejagten Beutetier. Müsste ein Hund tatsächlich zum Fressen nur jagen, dann würden die meisten Hunde wohl tatsächlich auch verhungern. Oder aber, wenn sie es schaffen würden, das ist ja möglicherweise Hunden- oder rasseabhängig, dann dürfte ihnen ein ähnliches Schicksal blühen wie dem Wolf nämlich, der genauso auch zum Nahrungsmittelkonkurrent des Menschen wurde, ergo natürlich gejagt und erlegt wird. Das heißt, würde ein Hund hier tatsächlich in einer freien Wildbahn rum, dann könnte man davon ausgehen, würde er vom Jäger verständlicherweise auch erschossen werden, weil der Jäger sagt, ey, nee, das ist mein Wildbret, was da rumläuft. Und da ich jetzt gerade den Wolf erwähnt habe, sind Nahrungsmittelvergleiche mit halt jenen wildlebenden Wölfen
eigentlich heutzutage mehr eine Marketingstrategie der Futtermittelindustrie. Ah, das sehen wir ja. Überall steht ja Wolf auf mittlerweile so vielen Packungen drauf, wenn es nicht gerade zufällig auch aktuell ein Weimaraner ist auf Industriellen. Ja, leider muss man sagen. Es ist aber auch der Wolf mal wieder, was das ja geht, in Mode gekommen, weil man damit ja assoziiert die Ursprünglichkeit der wilden Ernährung und das vermeintlich Gesunde für den Hund, na, und in jenem Zusammenhang darf man dann hier auch das Barfen erwähnen, weil sich genau jenes quasi auf genau jenen Vergleich bezieht. Und zu diesem Thema Barfen, sagte ich ja, werde ich in diesem Video nochmal ganz genau eingehen. Beide Tiere, das heißt Hund als auch Wolf, leben allerdings völlig verschieden, haben ein unterschiedliches Verdauungssystem. Denn nämlich der Hund kann im Gegensatz zum Wolf auch ein entsprechendes Maß an Kohlenhydraten umsetzen, wie zum Beispiel Getreide. Und beide Tiere fressen gänzlich unterschiedliche Dinge. Der Vergleich Wolf und Hund, das ist, wir werden beim Thema Barfen nochmal drauf eingehen, aber hier schon mal vorab, das ist eigentlich noch schlimmer als Apfel mit Birne zu vergleichen. Die größte Lüge der Futtermittelindustrie, wo ich die gerade erwähnt hatte mit diesen schönen Wolfsbildern und all natürlich auch ihren bezahlten Lakaien, möglicherweise hier auch auf YouTube, ist, dass ein Hund ausschließlich industriell abgepacktes Hundefutter bräuchte und nur dieses auch entsprechend gesund für den Hund wäre. Durch Unwissenheit, Dummheit und natürlich auch gerechtfertigt durch die Bequemlichkeit der Menschen, ja, Tüte aufgerissen, ist eine fixe Sache, kommt mir nur entgegen irgendwo, glauben derart viele Menschen oder haben und immer noch, ja, an jenen Schwachsinn, na, anders kann ich es nicht nennen, da habe ich kein besseres Wort für gefunden, was der Sache wirklich auch nur annähernd gerechter werden würde. Es ist Schwachsinn, dass es in der Folge auch tatsächlich zu immer mehr Hundekrankheiten gekommen ist. Glücklicherweise habe ich die Zeit noch miterlebt, auch wenn ich jetzt noch keine Methusalem bin, dass ich aus eigener Erfahrung weiß, dass das, wie gesagt, eine Lüge ist und dass diese Annahme völlig falsch ist, weil wir nämlich in der DDR so gut wie gar kein Hundefutter hatten. Und das, was mir nachträglich irgendwann bekannt geworden ist, jenes Bello, na, oder von einem Goldi habe ich da angeblich sogar gehört, das habe ich nie in irgendeiner Kaufhalle liegen sehen. Das ist ganz offensichtlich noch deutlich seltener gewesen als Bananen, wo man ja auch mal sehr stark tief nachgreifen musste, wenn sie denn da waren. Möglicherweise war es auch nur für die Parteigenossen vorbehalten, ich weiß es nicht. Aber Fakt ist jedenfalls, dass der Hund damals bei uns in der Zeit das gegessen hat, was auch der Mensch gegessen hat. Was also auch mittlerweile abfiel oder was man speziell für ihn zubereitet hat. Es gab kein Hundefutter. Nicht, dass ich wüsste. Absolut nicht. Woanders mag das ja sein, aber wie gesagt, in meiner Region, wo ich gelebt habe, wo wir ja auch selten rausgekommen sind, hat es das nicht gegeben. Und wenn du etwas speziell für den Hund haben wolltest, da bist du zum Fleischer gegangen, hast gesagt, ich möchte was für einen Hund haben. Der hat dir was eingewickelt, hast du in Zeitungspapier über die Theke genommen und hast das in dein Netz gepackt und bist nach Hause gewatschelt. Und hast zu Hause aufgemacht, geguckt, alles klar, war ein Pansen drin. Du wusstest ja meistens schon, wenn du vorher mit ihm geredet hast oder schon länger die Sache machst, waren ein paar Pansen drin, war ein bisschen Schlund drin, war Innereien drin und so weiter. Na, und Knochen natürlich. Das war quasi das Hundefutter. Man hat also, könnte man sagen, wie wir darauf kommen, zu jenen Zeiten schon so ein bisschen, na, ich tue mich schwer mit dem Thema Barfen, also das Wort zu nennen, weil es eine Modeerscheinung ist, auch, aber nichtsdestotrotz, wisst ihr, was ich meine, du hast da quasi schon frisches Fleisch verfüttert. Dann im Kapitalismus, nachdem das Ganze denn eingestürzt ist, da hieß es dann ganz plötzlich, Hunde bräuchten spezielles Hundefutter. Und alles andere wäre, wie gesagt, nicht entsprechend artgerecht und gesund. Dieses spezielle Hundefutter besteht allerdings genau aus den gleichen Resten, die uns vorher der Fleischer über die Theke gereicht hat. Ist nur von der Nahrungsmittelindustrie anders zusammengepresst worden, ein schönes Bild drauf gemacht worden und natürlich das ganz Wichtige, die Preise. Mittlerweile kostet jenes Hundefutter, was ich im Monat für Eli nur für einen Hund bezahlen muss, mehr als mein eigenes Essen.
Das ist, finde ich, ist in jedem Fall eine Ansage. Und da hat die Nahrungsmittelindustrie oder Futtermittelindustrie in jedem Fall für Hunde geschafft, bin ich der Ansicht. Nachweislich, das ist tatsächlich so, ist es allerdings, dass mit der verstärkten Abreichung von jenem industriell hergestellten Fertigfutter auch immer mehr Hunde krank geworden sind. Die haben mit im Laufe der Zeit Futtermittelunverträglichkeiten entwickelt, die es zuvor überhaupt nicht gegeben hat. Und auch ich kann mich in meiner Kindheit überhaupt nicht daran erinnern, da hast du eigentlich den Hund, das muss man, ja, darf jetzt nicht falsch rüberkommen, hast du eigentlich behandelt wie ein Schwein. Das, und ich sage, wisst ihr ja, ja, Zuschauer des Kanals, ich sage zu Ila, es ist immer noch heute ein Schwein. Das ist einfach so, weil er genau die Gemeinsamkeiten hat. Es ist ein Allesfresser. Und der Speiseplan eines Schweins vom Hund, der muss sich tatsächlich gar nicht so groß unterscheiden. Wenn man nämlich bedenkt, wie das Zusammenleben mit den Menschen einmal gewesen ist. Ne? Und für jene Futtermittelunverträglichkeiten hatte sich die Industrie dann natürlich logischerweise auch schon eine Lösung einfallen lassen. Jetzt gab es für jene sensible Hunde, ja, denn es lag natürlich nicht am Futter, das war doch ganz klar, das ist dein Hund, der das Problem ist. Ja. Für jene gab es dann halt spezielles Futter wie High Protein, Singles und Sensible und wie sie nicht alle heißen. Also ich fasse es mal kurz zusammen. Ja. Man hat irgendwann angefangen, Hunde mit industriell hergestelltem Fertigfutter zu verfüttern. Dann entstanden Unverträglichkeiten und oder Krankheiten, die es zuvor nicht gegeben hat, die nicht 100% beweisbar sind, aber zumindest es einen Zusammenhang gibt, zeitlicher Natur. Und zu denen Unverträglichkeiten wurden dann wieder erneut Futtermittel industrieller Art gefüttert, nur aber für speziell halt angeblich jene Symptome, um die möglicherweise auszuschließen. Ja. Ich bekämpfe also quasi eine Krankheit mit der nächsten Krankheit. So sieht's aus. Und das bringt uns denn jetzt genau zu jenem zweiten Punkt, den Futtermittelunverträglichkeiten. Das habe ich hier in drei Punkte, wenn ich mich recht entsinne, gegliedert. Der erste, den würde ich mal hier meine Hypothese nennen. Und hier die Frage in den Raum werfen, warum zeigen denn eigentlich derart viele, das heißt immer mehr zumindest Hunde, halt jene Unverträglichkeiten und sind halt entsprechend plötzlich krank geworden? Denn während man sich noch vor, wie gerade gesagt, gut 30 Jahren noch gar keine Gedanken um das Futter machen musste, zumindest nicht so, wie es heute der Fall ist, und sogar auch mit preisgünstigem Futter, das kam ja dann später, diese super teuren Futter sind ja erst, hat es noch gar nicht so lange gegeben, auch bei preisgünstigem Futter war das anfangs kein Problem, ist der Markt heute voller Spezialfuttermittel, welche angeblich natürlich auch viel besser, viel bekömmlicher, viel hochwertiger, aber in jedem Fall natürlich auch viel teurer sind. Ja. Und da habe ich mir jetzt mal gefragt, sind denn möglicherweise, man muss ja auch mehrere Seiten beleuchten, sind die Hunde vielleicht durch Überzüchtungen plötzlich alle anfällig geworden wie quasi aus Watte? Ja. Aber wenn ich mir jetzt alle Rassen mal anschaue, über einen gewissen Zeitraum und auch mal so mit Tierärzten mal so Rücksprachen halt, die dürften ja wahrscheinlich noch viel mehr dazu zu sagen haben, wenn sie nicht gerade gesponsert sind von einem Futtermittelhersteller, bin ich der Meinung, dass das Thema, weil es halt rasseübergreifend ist, auch jeden Hund betreffen kann und demzufolge halte ich jene Ursache, dass es durch Züchtungen zumindest alleine ja, hervorgerufen sein kann, eher für sehr unwahrscheinlich. Und da bleibt denn eigentlich noch genau jener Rückschluss auf das, was wir ihnen füttern, was sie zu sich nehmen. Besteht hier, könnte man sich jetzt die Frage stellen, eventuell auch ein Zusammenhang aus den ebenfalls verstärkten Allergien und Krankheiten, hier vor allen Dingen sagen wir genannt Krebs, bei uns Menschen? Denn das wäre ja, wenn ja, eigentlich nur logisch, da wir ja als Mensch selbst verantwortlich für unsere Nahrungsmittelproduktion sind und ergo, wie eingangs erwähnt, der Hund ja nichts anderes frisst, als was wir ihm verabreichen. Der, zumindest sagt man offiziell, die Auslöser von Futtermittelunverträglichkeiten sollen überwiegend spezielle Eiweiße in Getreide und tierischen Produkten sein. Also quasi alles, wenn man es jetzt mal über den Daumen peilt. Ja, wir haben hier Rind, Huhn, Kabeljau, Lachs, Milch, Eier, Weizen, Soja, Mais
und so weiter. Künstliche Konservierungsstoffe, Futter und Aroma, Farbstoffe, Geschmacksverstärker. Dann kommt noch hinzu Parasiten, sowas wie Milben, Pilze, Hefe. All das in, und natürlich auch Kreuzreaktionen, logischerweise, sind auch möglich. Und dann, wenn man sich das so betrachtet, dann ist eigentlich logisch, kann der Hund von allem irgendwo, genau wie wir Menschen, das, was ich ja gerade zumindest mal in den Raum stelle als Hypothese hier, krank werden. Ich habe aus jener Überlegung einen, das ist jetzt mein eigener Kram, den ich verzapft habe, einen Kreislauf mal ganz kurz mir ausgedacht bzw. zusammengestrickt. Ja? Möge jeder halten, was er davon möchte. Ich nenne ihn den Geld-Gift-Kreislauf. Tiere und Pflanzen werden von schädlichen Medikamenten und giftigem Dünger überhäuft. Ja, wenn wir jetzt zum Beispiel die Landwirtschaft und jene Tierhaltung nehmen, sowie halt natürlich für maximalen Profit für den Erzeuger auch genetisch verändert. Betrifft auch alles, Tiere und Pflanzen. Ne? Die Nahrungsmittelindustrie reichert dann diese bereits meiner Meinung nach ziemlich fragwürdigen Rohprodukte nochmal weiter mit weiteren zusätzlichen schädlichen Substanzen an, die aber natürlich, auch wenn sie auf der Packungsbeilage draufstehen, alle völlig unbedenklich sein sollen. Und wird der Mensch denn dadurch krank, dann, was tut er nicht selten, schwächt er sein natürliches Immunsystem nochmal zusätzlich durch die vergiftende Einnahme von Medikamenten der Pharmaindustrie. Herzlichen Glückwunsch! Und jene Rückstände, die wir unserem Körper denn ausscheiden aus jenen künstlich-chemisch hergestellten Medikamenten, gelangen denn durch das Wasser in den natürlichen Stoffkreislauf, reichern sich da abermals wieder an und werden wieder von jenen Tieren und Pflanzen aufgenommen. Und deswegen nennt sich das hier Kreislauf. Ja? Für mich klingt die Nummer ziemlich plausibel und wäre eine Erklärung für all jene Probleme. Der oder mein persönlicher Geld-Gift-Kreislauf. Grundsätzlich, das darf man ruhigen Gewissens behaupten, verdient die Industrie, das heißt der Mensch ist es ja eigentlich, ne, an unseren gesundheitlichen Problemen. Das heißt uns, der Mensch verdient also an Problemen der Menschen selbst, als auch natürlich der Tiere. Das fängt an von der Massentierhaltung über die Pflanzenzucht bis zur Nahrungsmittelindustrie, dann die Pharmaindustrie, die Krankenversicherungen, irgendwann denn auch letztendlich der Bestatter und sogar der Friedhofswärter. Und bei all jenen Komponenten mischt natürlich auch der Fiskus mit, der überall schön die Hand aufhält. Ein sich nachhaltig gesund ernährender Mensch bräuchte all jene Industrie, alles was ich gerade aufgezählt habe, überhaupt rein gar nicht. Aber, das muss man auch sagen, an jenem nachhaltig gesund ernährenden Menschen würde niemand etwas verdienen. Für den Staat, das heißt hier die politische Regierung eines Landes, stellen aber genau jene weiterhin gesunde Menschen, wenn sie denn vielleicht auch noch alt werden, ein riesengroßes Problem dar. Was kann man sich vorstellen? Wer zahlt denn die Rente eines 120-Jährigen aus, wenn der, sagen wir mal, mit 67 und selbst wenn man es jetzt um 2 Jahre erhöht, das macht den Kohl auch nicht mehr fett. Das System würde sich überhaupt gar nicht mehr tragen. Ergo natürlich ist es deutlich lukrativer, wenn man sich, ja, das klingt jetzt böse, ja, aber wenn man Krankheiten auch fördert und das am besten schon von jungen Jahren auf an, damit ich gleich schön mit der Finanzkraft da reinsteigen kann. Ohne unsere heutigen Krankheiten, das muss man sagen, gäbe es die meisten Probleme rein gar nicht. Und übrigens bräuchte dann auch gar kein Mensch eine Krankenversicherung und natürlich auch gar kein Gesundheitssystem. Zu diesem Video, weil ich hier gerade die Gänsefüßchen gemacht habe, zu diesem Thema des Krankheitssystems, wie ich es nämlich ernennen würde, würde ich nochmal später irgendwann ein entsprechendes Video machen. Ja. Jo, dass natürlich kein Unternehmen der Welt hier, das heißt kein Konzern und auch keine Politik, die hier halt von jenen Konzernen geschmiert wird, an der wissenschaftlich oder wahrheitsgemäßen Aufklärung an der heutigen Probleme interessiert sein dürfte, das müsste wohl auch klar sein. Ne? Man sollte sich also nicht der Naivität hingeben und meinen, es würde irgendwann eine Lösung gefunden oder das Problem würde erkannt werden, wenn es zumindest bewusst herbeigeführt wurde.
Und schuld, so sehe ich das zumindest, ist wie immer der Mensch selber. Denn dieses gewinnorientierte System kann lediglich existieren, weil der Mensch es weiterhin mit seinem dummen Konsum unterstützt. Ja, und dadurch werden halt immer mehr Lebewesen krank. Dumm im Sinne hiervon, nicht einsichtig, nicht tiefgründig genug, das heißt nicht darüber nachzudenken, was könnte es sein, und vor allen Dingen ein erhöhtes Maß an Inkonsequenz, das heißt einfach so weitermachen, ohne etwas zu ändern. Das ist in jenem Zusammenhang dumm. Der Mensch vergiftet den Planeten, das heißt sich selbst und letztendlich damit natürlich auch hier den besten Freund, seinen Hund, der ja nichts anderes tut, als genau jenes zu essen, was er vom Menschen erhält. Das ist meine Theorie zu den Futtermittelunverträglichkeiten. Nun darf jeder auch seine eigene haben und ich bitte auch immer schön rein in die Kommentare. Was haltet ihr davon? Wo kommt wo etwas her? Welche Beweise und sonst irgendetwas gibt es möglicherweise? Wenn ihr welche habt, dann bin ich daran immer interessiert. Ich selber hatte mal Kontakt gehabt, damals kommen wir gleich zu, als ich meine Futtermittel ausgewertet habe, mit einem großen deutschen Hundefuttermittelhersteller. Und da ganz speziell mit einer Tierärztin, die da in jener Branche gearbeitet hat, für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig gewesen sind. Und mit der habe ich mich auch genau mit diesem Problem an sie gewendet. Tja, was soll ich sagen? Die Frau hatte mir Dinge mitgeteilt, die sie mir wahrscheinlich gar nicht hätte sagen sollen oder dürfen, die ich mir aber vorher schon hatte denken können. War nichts anderes als eine Bestätigung für mich. Sie hatte auch den Eindruck, sie hatte mit ihrem Job schon abgeschlossen. Und tatsächlich dann ist es gewesen, 2 Wochen später, als ich noch mal eine Rückfrage haben wollte, hieß es, die Dame arbeitet nicht mehr bei uns. Hatte sich eine neue Tierärztin gefunden, die der Konzern eingekauft hat. Ja, schöne Sache. Denn die Aufgabe ist es da nichts anderes gewesen, als nach außen hin ein gesundes Image jener Hundenahrung zu präsentieren. Das sieht immer ganz gut aus, tierärztlich bestätigt. Einen schönen Stempel auf die Packung und Wetze noch irgendwie was draufgeschrieben. Macht einen super Eindruck. Aber da wissen wir, jeder Mensch ist käuflich. Ja? Und wenn ich zu einem Arzt gehe, dann macht er die Schublade auf und gibt mir möglicherweise das raus, was die Vertreter ihm in die Hand gedrückt haben. Da sollten wir auch mal nicht ganz unrealistisch bleiben. Bei den Futtermittelunverträglichen bleiben, hätte ich hier jetzt den nächsten Punkt. Ey, sag mal, Eli, bist du juckig oder was? Nämlich die Maßnahmen. Na, willst du noch ein Rübchen haben jetzt? Hier, jetzt nimmt er den. Ne? Zu den Maßnahmen. Was könnte man tun? Bei einer bestimmten Eliminationsdiät, du hast bestimmt schon mal gehört, der eine oder andere, der zumindest betroffen ist, das heißt, man verabreicht hier, wie sagt man, Single-Protein, nur eine bestimmte Eiweißquelle, um andere halt auszuschließen, testet man sich quasi durch, bis man den Auslöser eventuell gefunden hat. Was allerdings natürlich auch mit einem entsprechend sehr penibel geführten Futtertagebuch auch sehr aufwendig sein kann und in jedem Fall mehrere Wochen bis Monate dauert, bis man auch wirklich zweifelsfrei festgestellt hat, das ist es. Weil aber, jetzt kommt es natürlich, die Futtermittel ständigen Änderungen unterliegen, das heißt Schwankungen, als auch natürlich die Inhaltsangaben jener Packungen, was man da möglicherweise kauft, auch nicht immer der vollen Wahrheit entsprechen, kann es natürlich auch sein, dass all solche Bemühungen schlussendlich dann wieder erfolglos sind, weil sich nämlich das Futter ändert, ohne dass man es mitbekommt. Ja? Und vermutlich würde auch kein Tierarzt der Welt für die vermeintliche Richtigkeit seiner Diagnose auf sein Honorar verzichten, wenn nämlich all der Aufwand inklusive auch der kostspieligen Laboruntersuchung kein eindeutiges Ergebnis gebracht hat und das Tier nach wie vor immer noch an jenen Symptomen leidet. Lösungen für jene Futtermittelunverträglichkeiten? Das ist jetzt so eine kleine moralphilosophische, meine erste. Für eine finale Lösung, das heißt, müsse der Mensch tatsächlich so klug sein, wie auch natürlich ehrlich und vor allen Dingen zu sich selbst und auch konsequent auch gegen anderen gegenüber, um halt jene wahren Problemursachen zweifelsfrei bestätigen zu können.
in genau in dieser charakterlichen Kombination, die sie gerade aufgezählt hatte, und diesem aktuellen politischen System, das heißt im Kapitalismus, wir verdienen quasi an allem Leid auch noch Geld, halte ich genau jene finale Lösung, die tatsächlich die vernünftigste wäre im Sinne von nachhaltig, ja, und gut, allerdings für absolut völlig unrealistisch. Der Mensch ist halt, wie gesagt, ne, leider dumm, uneinsichtig und oberflächlich. Dazu kommt dann auch noch die Gier und die Tiere ziehen dann bei einer Regel den Kürzeren. Möglich wäre aber, nicht, dass es jetzt aussieht wie so ein Pessimist, ne, wenn nicht alles schlecht drehen, das eigene Leben so weit zu ändern, dass es dann auch für andere Lebewesen, sprich halt jenen Hund, bessere Bedingungen mit sich bringen würde. Denn wer sich selbst gesund ernährt und auch dem Hund ergo natürlich das Gleiche serviert, ne? Wie eingangs erwähnt, der Hund ist das, was der Mensch ist, der wird in der Folge natürlich auch einen gesunden Hund haben. Ne? Zu diesem Schluss bin ich übrigens auch mitunter gekommen, als ich mich mit Haltern offensichtlich jener, ich sag mal vorsichtig, nicht ganz so fitten, ja, teilweise eher schon ungesunder Hunde durch halt jene offensichtliche auch Ernährung mal über die Ernährung der Halter unterhalten habe. Ja, denn da kann man tatsächlich so eine Gemeinsamkeit feststellen. Wenn es dem Hund nicht gut geht, den Spaß könnt ihr euch ja selber mal machen, fragt doch mal den Halter über seinen eigenen Ernährungsplan aus und ihr werdet mitunter feststellen, dass er sich da genauso wenig einen Kopf drüber gemacht hat und dann liegt es eigentlich auch auf der Hand, woher es kommt. Ja, das mag jetzt ein böser Vorwurf sein, aber tatsächlich ist es nichts anderes als eine Verantwortungslosigkeit dem Tier gegenüber. Für das ich ja, weil ich die Ernährung sicherstellen muss, eigentlich jene Verantwortung trage. Ja? Das ist genauso, wie wenn ich mein Kind mit Haribo, Drogen und was weiß ich nicht füttere. Bin ich auch verantwortlich. Das wäre jetzt quasi die zweite Variante, ja, den eigenen Lebensstil ändern. Den halte ich nicht so unrealistisch wie die erste Variante. Ja, die ist völlig absurd eigentlich. Aber sagen wir mal ganz ehrlich, die dritte Variante jener Lösungen wird wohl die sein, die am populärsten ist, nämlich, dass Menschen denn doch gern herumdoktoren, sich weiterhin aus dem industriellen Sumpf vermeintlich gesunden Fertigmutterfutters bedienen, sich da durch testen, bis sie irgendwann mit Glück vielleicht eine Besserung erreicht haben und das Problem zumindest so lange nicht mehr auftritt, bis es vielleicht irgendwann wiederkommt oder ein anderes haben oder, das muss man auch sagen, der Hund möglicherweise an Krebs gestorben ist. Und dann ist natürlich, das habe ich auch schon miterlebt, muss man sagen, wo sich die Halter, auch wenn sie es möglicherweise selber wissen, vielleicht machen sie sich sogar Vorwürfe, das ist möglich, nach außen hin, aber es nie zugeben, dass sie möglicherweise in der Verantwortung versagt haben. Ne? Denn werden Ursachen, das gibt es auch natürlich, herangezogen, die Hauptsache, man war nicht selber der Schuldige. Na, wie möglicherweise, mit dem Futter braucht man ja nicht kommen, denn das ist logisch, weil das hast du selbst gefüttert. Ja? Da einem Futtermittelhersteller die Schuld zu geben, kann man natürlich machen, aber dann hätte man auch sagen können, ja, da hättest du es ja nicht kaufen müssen. Ne? Denn wird rumgedoktert in genetischen Vorfahren. Ja? Hat nicht vielleicht, dass der Großonkel von der Tante in dem Wurf, der letzte Neffe vor 40 Jahren, möglicherweise war der ja auch schon krank. Naja, sicher, das ist eine Erklärung, wenn wir quasi nicht fähig sind, unsere eigene Schuld einzugestehen, dann suchen wir in jedem Fall woanders den schwarzen Mann. Ich sehe es so, dass zumindest meine Lebensmentalität, wenn meinem Tier irgendwas schlecht ergeht, dann schaue ich mich zuerst an, weil ich derjenige bin, der für jenes Tier die Verantwortung trage und suche nicht irgendwo rum. Und selbst wenn ich den Futtermittelhersteller identifiziert habe, dann ist es trotzdem meine Verantwortung gewesen, weil ich falsch gewählt habe. Ganz einfach. Ja, und dann sind wir hier beim dritten Punkt angekommen. Ach, und Ila ist auch angekommen, ne? Aha, ja. Das wäre jetzt das Thema BaFin. Und haben wir ja gerade gesehen, ich habe Ila schon genau etwas aus dem BaF-Sortiment, würde man heute sagen, zumindest verabreicht. Das hatten wir schon vorab genommen. Aber Ila möchte gerne noch ein paar Träubchen haben. Die kriegst du in jedem Fall auch. Ne? Die brauche ich in dem Fall keine Sorgen machen. Die habe ich vorgestern gekauft und sind gestern tatsächlich schon abends. Geh mal wieder runter, ich muss noch kurz das aufheben, Eli. Runter, Eli. Das reicht jetzt, du fette Kuh.
waren sie nicht mehr schon schmackhaft. Das ist wieder der Abfall, den es bei uns gibt. Da kann jetzt der Hund nichts für. Gut, wir gucken, dass wir uns den Teller noch ein bisschen aufheben für die Dauer des Videos. Barfen ist es. Ich darf hier keine Werbung machen irgendwie. Aber Barfen. Dieses Thema hat uns tatsächlich unsere beste Abonnentin der Welt beschert, die mir jenes Buch hat zukommen lassen. Ursprünglich wollte ich zu dem, also die Idee zu dem Futtermittelvideo, zu dem Hundefuttervideo, wisst ihr, hatte ich schon eher, habe ich ja immer mal gesagt, wir machen Hundefutter und so weiter. Und das ist ja noch nicht so lange her zumindest. Ursprünglich wollte ich dieses Thema nur kurz ansprechen, mit 3-4 Stichpunkten. Aber dadurch, dass sie mir das Buch zukommen lassen hat, wollte ich ihr natürlich auch ein entsprechendes Review, eine Rückmeldung geben, wie sich es mit dem Thema verhält, beziehungsweise ganz genau gesagt, was ich davon halte. Na, ich sagte ja eingangs, ich werde den Barfen mal zerpflücken. Und das beginnen wir mal mit der Übersetzung. Ursprünglich heißt es, oder so tatsächlich, Bone and Raw Food. Barf. Und wenn man das jetzt ins Deutsche übersetzt und genau jene Buchstabenkombination sinnbildlich beibehält, ergibt sich daraus biologisch artgerechtes rohes Futter. Und biologisch, das ist jetzt der Knackpunkt daran, ist nicht im Sinne von ökologisch nachhaltig, so wie mein Bio-Nuller-Ei, sondern im gemeint ursprünglich. Und das ist zumindest meine Ansicht, weckt das die erste Frage, hat sich bei mir sofort damals, als ich BARF gehört habe, für was soll das eigentlich stehen? Ursprünglich? Dann jetzt das erste Fragezeichen. Wenn niemand mit Sicherheit sagen kann, was der Hund vor jenen angesprochenen 10 bis vermeintlichen 100.000 Jahren überhaupt gegessen hat, wo man will man wissen, dass das BARF ursprünglich ist. Da behauptet also jemand, so sehe ich das, stellt jemand eine Behauptung in den Raum, ohne dass es dafür auch nur einen einzigen Nachweis gibt. Und damit, nur alleine, wenn ich mir das gar nicht weit, das war damals mein erster, so bin ich zuerst an dieses Thema rangegangen, nur mit der Übersetzung jenen Wortes hat sich die Nummer für mich eigentlich schon in Luft aufgelöst. So einfach kannst du argumentieren, bräuchten wir uns jetzt die Nummer gar nicht weiter angucken, und das war eigentlich mein Eingangsgedanke, aber ich sagte ja, ich werde die Seiten des Buches hier mal zusammenfassen. Wenn ich so etwas lese, wir wollen jetzt keine Buchrezension machen, aber grundsätzlich, wenn es um Trends geht, dann mache ich nichts anderes, als dass ich mir erstmal anschaue, okay, es kommt ein neuer Trend auf den Markt, wer ist der Begünstigte? Das ist immer so. Ja, also für mich ist es immer klar, dass es jemanden gibt, der damit Geld verdienen möchte. Ja, denn das wird sehr selten zum Wohle der Allgemeinheit wird ein Trend eingeführt. Das wüsste ich gar nicht, wann es das überhaupt mal gegeben hätte. Zumindest nicht in den letzten gefühlten 25 Jahren. Aber tatsächlich, wenn ich mir den anschaue, ja, wo ist es? Und das kann man in einem Buch ganz einfach machen, indem man einfach schaut, wer ist der Autor? Schlägt man denn nach? Und dann stellt sich hier in diesem Fall zumindest heraus, dass jener Autor hier ein Geschäft betreibt, wo genau jenes Futter verkauft. Dieses Geschäft, da trägt den Namen auch Wolf im Namen drin. Und es gibt dann auch noch Seminare, die entsprechend gehalten werden. So, das soll jetzt nichts Negatives klingen, denn es ist völlig legitim, wenn jemand von seiner Sache überzeugt ist, dass er damit auch seinen Lebensunterhalt bestritt. Alles gut soweit. Aber, und das muss man denn dazu sagen, gibt es natürlich eine gewisse Abhängigkeit vom Geld. Und besteht die Möglichkeit, ich sage nicht, dass es immer so ist, aber allgemein besteht die Möglichkeit, dass dann die Objektivität verloren geht. Und wenn man denn ein skeptischer Mensch ist oder kritisch so wie ich, dann gucke ich immer zweimal hin. Und deswegen habe ich mir das Buch auch logischerweise natürlich, auch weil wir es geschenkt bekommen haben, auch wenn ich vorher schon meine Meinung zu diesem Thema hatte, so weit durchgelesen, dass ich, dass ich das euch mal kurz zusammenfassen möchte, von dem, was ich vorher wusste, bis zu dem, was auch dort noch drinsteht. Barfen lehnt sich an dem Fress- und Beuteverhalten sowie auch an dem anatomischen Aufbau der Wölfe an. Das heißt, alles, was beim Thema Barfen, worum es da geht, wird direkt vom wildlebenden Wolf auf den Haushund projiziert.
Barfa gehen davon aus, dass der Hund ein eindeutiger Fleischfresser sei. Die Argumentation, weil er nämlich einen kurzen Darm und keine entsprechenden Mahlzähne hätte. Und als vermeintlicher Beleg dafür wird zum Beispiel in diesem Buch ein ziemlich meiner Ansicht nach unrealistischer Apfel-Birnen-Vergleich vollzogen, indem man nämlich hier den Hund gegenüberstellt den vier Mägen einer Kuh und halt jenen Gebiss einer Kuh. Nun wissen wir alle, dass ein Kuh ein reiner Pflanzenfresser ist, während, das ist nämlich der Punkt, das muss man erstmal verstanden haben, wenn man das möchte zumindest, der Hund schon lange kein reiner Fleischfresser mehr ist. Ergo wäre es viel seriöser gewesen, man vergleicht einen Hund mit einem anderen Allesfresser, anstatt mit einem reinen Pflanzenfresser. Und damit ist eigentlich, das sehe ich zumindest, dass da schon wieder etwas versucht wird, in eine Richtung zu schieben, eine Beweisführung, die aber keiner wirklich seriösen wissenschaftlichen Überprüfung standhält. Da bereits mal angefangen. Dann das nächste. Die These heißt, Getreidefütterung sei unnatürlich. Das wird einfach gesagt. Getreidefütterung ist unnatürlich. Tatsächlich gibt es aber auch genau für jene Behauptung überhaupt keinen einzigen wissenschaftlichen Beweis. Denn wir wissen nach wie vor nicht, was überhaupt natürlich war, mal vor 10 oder 100.000 Jahren, worauf man sich ja, immer dran denken, ursprünglich beruft. Die Fütterung, ja, wir gehen mal so ein paar Thesen durch. Die Fütterung von rohem Fleisch und Knochen würde angeblich den Kot fester machen und damit dann in der Folge auch die Analdrüse, die Funktion jener, wieder verbessern, wenn es da möglicherweise Probleme vorher gegeben hat. Diese Behauptung ist tatsächlich nicht nur falsch, sondern es ist, naja, sie ist schon falsch, aber es ist eigentlich noch viel schlimmer, weil es eigentlich öfter viel andersrum ist. So ist es zumindest meine Erfahrung. Wie nämlich mindestens jene enorm festen Haufen von den überwiegend mit minderwertigen Getreidefutter gefütterten Hunden, die du überall in der Stadt zum Beispiel rumliegen siehst, wo die Haufen auf dem Gehweg, wir wissen ganz genau, wie solche Tretminen aussehen. Eine schöne, feste, homogene Wurst. Die ist nicht entstanden, weil jener Hund den ganzen Tag nur Fleisch gefressen hat, sondern weil er die Schappidose aufgemacht hat, den, ich hätte jetzt fast gesagt, den Kazanbehälter geleert, was auch immer. Wir wollen jetzt keine Marken nennen, hatte ich ja gesagt. Ne? Und ich sagte andersrum, denn zu viel Fleisch kann bei einem Allesfresser tatsächlich zu Durchfall führen. Wir Menschen sind zum Beispiel Allesfresser. Wisst ihr genau, was passiert, wenn ihr euch nur... Da wird der Stuhlgang definitiv... Also mag sein, dass es bei 3 oder 5 Leuten so ist. Ich möchte ja nicht alle pauschalisieren. Aber isst du zu viel Fleisch, führt es bei einem Allesfresser eher dazu, dass der Stuhlgang im Vergleich, als auch der Kot beim Hund, dann eher dünner wird. Nicht bei einem reinen Fleischfresser, Karnivore, wie gesagt, nicht verwechseln. Und daran sieht man ja eigentlich schon, dass der Hund, wenn es da möglicherweise dünner wird, kein reiner Fleischfresser sein kann. Und der nächste Punkt ist, was man ja sagt, wegen den Knochen. Knochensplitter werden, zumindest von meinen Hunden, wir haben das ja gerade gesehen, er hat sich den Rehfuß reingezogen und ich gebe euch Brief und Siegel in ungefähr 3 Stunden. So Pi mal Daumen geht das los und das wird dann bis heute spät in die Nacht reingehen. Kommen noch ungefähr vielleicht 2 oder 3 solche Schübe. Wird das eher erbrochen, jene größeren Stücke? Ja, die sind dann vielleicht beim Reh, sind sie jetzt so lang, das sind keine großen, bis kleiner, bis ein Zentimeter. Wäre es jetzt ein Rinderknochen, wären sie entsprechend größer. Dann kommen schon mal solche Dinger raus. Ne? Beziehungsweise die lässt sie denn, wenn sie noch größer sind, lässt sie logischerweise auch gleich liegen. Das heißt, frisst sie gar nicht. Aber das wird halt erbrochen, meine Erfahrung, anstatt dem Kot beigemengt. Genau bei jenem Thema mit jenen Knochen zeigt sich dann die Widersprüchlichkeit zum Wolf. Denn unser Haushund bekommt ja in der Regel eher Knochen von Nutztieren. Das heißt, von jenen größeren Schweinen,
ja, so ein Schinkenknochen oder Rindern ist ja das Populäre. Ja, ganz große Dinger, Straußenknochen. Wie auch immer, das sind zumindest keine wildlebenden Tiere, die der Wolf frisst, wie beispielsweise genau jenes Reh, was ich ihm gerade verzapft habe. Oder Hasen oder Geflügel, was sich der Wolf reinzieht. Jene Knochen von den wildlebenden Tieren sind, wenn wir jetzt mal Wildschwein, das heißt das Schwarzwild, außen vornehmen, das ist zumindest bei uns hier nicht die erste Prämisse des Wolfes gewesen. Da geht er eher weniger ran. Ist es so, dass die deutlich besser verdaut werden, weil die Knochen natürlich weicher und kleiner sind. Lassen sich von dem Wolfsmagen, der wahrscheinlich, das ist eine Vermutung zumindest von mir, nochmal eine stärkere Säure haben könnte als der des eh schon intensiven, hochkonzentrierten Hundemagensäure, deutlich besser verdauen jene Knochen als genau die Knochen, die wir dem Hund geben. Ergo kann der Wolf durchaus jene Knochen mit dem Kot ausscheiden. Und wer schon mal Wolf-Losung gesehen hat, der weiß das auch. Da hast du dieses Gewölle drin und jene kleinen Knochenpartikel. Das ist genau jenen Kot, mit dem wahrscheinlich der ein oder andere Bafa hier argumentiert. Ja, aber so sieht nicht der Hundekot aus, wenn er das Rind erlegt hat. Und da ist dann wieder, wie gesagt, wird ein Vergleich herangezogen. Ich sagte es eingangs, ein wildlebendes Tier mit einem ganz anderen Speiseplan versus unserem. Und hier muss man sagen, ich zumindest habe das ja gerade live gesehen, ich habe von den Dingen ungefähr 25 Stück im Tiefkühlschrank, von jenen Rehfüßen, versuche schon, überwiegend, grundsätzlich, wenn ich Frischfleisch gebe, genau jenes Wild zu geben, weil ich es mir draußen zumindest erlauben kann. Und dennoch ist es nicht das Gleiche, die Haufen von meinem Hund, wie jene vom Wolf, zumindest als wir den noch hatten, bevor er nicht erschossen wurde. Der Wolf frisst, der nächste Punkt, frisst in Reihen, wie zum Beispiel den Magen. Könnte ich jetzt mal ein Bild einblenden, wenn ich es irgendwo finde. Ich kann mich zumindest daran entsinnen, dass ich mal eins gemacht habe, was relativ frisch gewesen ist nach dem Riss, war ein Reh gewesen. Unter anderem deshalb, weil er sich natürlich dadurch seinen vegetarischen Anteil aus jenem für seinen Speiseplan holt. Die allerdings, wo man ja argumentiert, der Hund müsste jetzt auch logischerweise den Magen fressen. Der Witz daran ist allerdings, dass jener weiße Pansen aus der Massentierhaltung bereits gereinigt wurde. Das heißt durchgespült. Der hat überhaupt nicht mehr ansatzweise jenen Nährwert eines ursprünglich, sagen wir mal, grünen Rinderpansens. Und ergo ist auch hier wieder völlig, ne? Also du kannst doch kein Wolf, der gerade frisch das Reh gerissen hat, wo wirklich noch, wer das schon mal gesehen hat oder mal gerochen hat, weiß, wie, ne, wenn du den Mageninhalt eines Rehs öffnest, wie das riecht und was der Wolf darauf frisst. Und dann stellen wir uns jetzt eine Kuh vor, ne? Die quer durch die Republik, nachdem sie mit einem Bolzenschussgerät abgemurkst wurde, durch die Republik transportiert wurde, alles schön im Schlachthaus zerpflückt wurde, alle Rinnereien aufgewärmt, Kiste hier, Kiste da, alles in die Heißwäschespüle rein und dann und so weiter. Und das soll das Gleiche sein wie dir? Das ist so völlig absurd, diese Nummer. Und jetzt mal unabhängig, das ist wieder so eine persönliche Erfahrung von mir, mein Hund rührt gar keinen Pansen an. Das ist, also ich rede jetzt hier von jenem aus der Kuh beispielsweise. Geht nicht nur Eli, auch der andere Hund, nicht rangegangen. Das weiß ich, muss aber nicht immer so sein. Es gibt durchaus Hunde, die fressen Pansen, aber meine sind offensichtlich besseres gewöhnt zumindest. Oder haben erkannt, das ist natürlich auch durchaus möglich, dass ihnen das nicht bekömmlich wäre. Da werden wir nochmal im Laufe des Videos drauf einkommen. Ja. Nächstes Thema. Ich habe bislang tatsächlich noch keinen Wolf selbst beobachtet, obwohl ich bei uns Wölfe genug beobachtet habe. Aber so etwas habe ich noch nicht gesehen und ich habe auch noch nie davon gehört. Mücken haben wir übrigens. Dass jener Äpfel, Birnen, Aprikosen, Pfirsiche, Bananen, Melonen, Mangos oder Papayas gefressen hätte. Hier, weil das ja natürlich zum BAF-Speiseplan dazugehört, bin ich der Meinung, setzt sich jener BAF-Trend einen, wie könnte ich es ausdrücken? Macht sich die Sache zumindest gesundheitlich sehr bekömmlich. Ja, sagen wir es mal so, dass man sagen müsste, das gehört zum BAFen dazu. Nun muss ich sagen, dass sowohl ich als auch, dass ich weiß von vielen anderen Menschen und dass um die ganze Welt tatsächlich sowas schon immer ihren Hunden gefüttert haben.
Eli frisst, wir haben nochmal auf seinen Speiseplan zu kommen. Wie gesagt, alles, weil er ein Schwein ist. Entschuldigung, Eli, willst du hier nochmal einen Hopp machen? Dann kriegst du nochmal einen. Ja, in jedem Fall, wir wollen dich ja nicht... Was wissen hier von so einem Kantenmal, Knusperbusper? Ach, da haben wir jetzt kein Interesse dran. Was steht denn dir lieber an? Du wirst den ja noch haben, ne? Danach ist aber nur noch Vegetarisches da. Das ist der letzte Fleisch und das ist 100% Huhn. Die Flügel zumindest. Ja, ne? Also wie gesagt, das ist... das würde ich überhaupt gar nicht mit dem Barfen verbinden. Na, wenn ich danach gehe, dann hätten wir schon gebarft vor, weiß ich nicht, wahrscheinlich schon vor 150 Jahren, ne? Weil auch da die Hunde schon Obst und Gemüse gegessen haben. Ja, da dichtet sich, so entstehen aber dann Trends, na? Weil man teilweise selbstverständliche Dinge, die eigentlich logisch sind, einfach einen neuen Namen für erfindet. Und schon ist es in. Und dann kann man es besser verkaufen. Die Behauptung, fit und gesund, das ist ein Zitat, fit und gesund durch frisches, rohes Futter. Oder aber auch Barfen würde Krankheiten lindern. Halte ich für einen völlig aus der Luft hergegriffenen Werbeslogan, der wieder jeglicher Beweisgrundlage entbehrt. Meine Hunde sind nie gebarft worden. Und wir, also die Kanalzuschauer wissen das zumindest, und wer vielleicht so einen Ansatzweise, einen Eindruck von Eli hat oder auch den schon mal live erleben haben könnte. Ein Zehnkämpfer ist ein Fliegenschiss gegen ihn. Ja? Den Hund muss er erst mehr erleben, durch Wildwasser 4 schwimmt, der ein vollbesetztes Schlauchboot mit 5 erwachsenen Personen gegen den Strom der Elbe hochzieht, der am Fahrrad das noch zieht, wenn ein 80 Kilo schwerer Hänger mit meinem dicken Arsch noch drauf sitzt und daran auch noch Freude hat, weil er nicht genug davon bekommt. Das muss er erstmal ein Hund nachmachen. Was will ich damit sagen? Dass Barfen absolut gar keine Rückschlüsse auf die Gesundheit hier zulässt. Ganz im Gegenteil, könnte man tatsächlich sagen. Denn nämlich rohes Protein richtet mitunter auch Schäden an. Wie zum Beispiel Salmonellen, Bakterien und Virusinfektionen durch rohes Hühner- oder Schweinefleisch. Als auch natürlich das rohes Fleisch mit zahlreichen, und das ist eigentlich in meinen Augen noch der viel gravierendere Punkt, mit zahlreichen chemischen Stoffen aus jener Massentierhaltung behandelt wurde. Und das halte ich für alles andere als unbedenklich. Ganz im Gegenteil, die Nummer finde ich völlig absurd, dass man dem Menschen sagt, du müsstest in jedem Fall jenes Fleisch ordentlich durchgaren, darfst es nicht roh verzehren. Aus welchem Grund? Ob man jetzt sagt, da wäre eine Salmonelle drin oder das Tier ist mit irgendeinem Antibiotika gefüttert, was sich bei 64 Grad zersetzt, das spielt jetzt gar keine Rolle. Aber man sagt zumindest, der Mensch darf es nicht roh essen. Aber für den Hund wäre es kein Problem. Der Hund, der kann das alles roh essen, weil der hat natürlich einen Wolfsmagen. Ja, selbstverständlich. Wir hatten das. Ja. Würde ich jetzt... auf die gleiche Schiene der BARF-Argumentation herunterfallen, von meinem Niveau zumindest, so sehe ich das, und mit aus der Luft herausgegriffenen Fakten, ich weiß es nicht, ja, Tatsachen ist ja auch nicht wirklich, ja, na jedenfalls Argumenten, ja, um die Ecke kommen, dann könnte ich auch so ein Ding bringen, wie sagen wir mal, BARFen macht den Hund krank, weil er halt genau durch die Einnahme von rohem Fleisch und damit der direkten Konsum von jenen ganzen Antibiotika, Steroiden und so weiter, was der Kuh alles in den Arsch, ins Euter, dem Schwein in den Rüssel gespritzt und gefüttert wird, dadurch jene Futtermittelunverträglichkeiten bekommt. Kann einer das Gegenteil beweisen? Auch nicht. Aber das sage ich nicht. Ich sagte nur, wenn ich. Ja? Und daran seht ihr, du kannst eine Beweiskette, wenn sie überhaupt nicht schlüssig geführt ist, auch so Gott ins Gegenteil umdrehen. Ja? Und wenn ich jetzt das mal alles außer Acht lasse, was ich da jetzt an vermeintlichen Fragen zumindest bei mir oft aufwerfen und von Argumenten, die ich sofort entkräften kann, selbst wenn ich das alles vergesse, dann bleibt in jedem Fall der für das Futter beim Barf die erhöhte Zeit vermehrte zum Einkaufen. Das muss man erstmal zusammenholen. Das Ganze musst du erstmal zubereiten.
Ja? Und da könnte man sagen, naja gut, Zeit ist kein Problem. Wir leben zwar heute in der absoluten Schnelllebigkeit. Ja? Wir gucken uns YouTube-Videos bloß noch von 4 Minuten an, außer jetzt bei Dominik auf dem Kanal vielleicht, von 5 Leuten, die das hier machen. Aber das ist kein Problem. Für die Zubereitung meines Hundebarfutters, da nehme ich mir am Tag locker immer 2 Stunden Zeit. Ist gar kein Problem. Könnte man ja noch machen, wenn man diese Zeit hat. Warum nicht? Ja? Haben wir denn aber noch die höheren Kosten jenes frischen Futters? Geht mal jeden Tag irgendwo hin oder jeden dritten oder wie auch oft, der spielt ja auch gar keine Rolle und verlangt jene bestmöglichen rohen Zutaten. Da könnt ihr ja gleich in den Bioladen gehen. Ja? Aber ist kein Problem. Gehen wir mal davon aus, ihr könnt in den Bioladen gehen und ihr habt das Geld dafür, weil er mit dem dicken, fetten Touareg S-Klasse jedes Mal vor jenen Ökoladen vorfahrt. Die kenne ich zumindest. Das ist eigentlich das Stammklientel in der Großstadt, die da einkaufen. Bei mir zumindest. Ja? Mal angenommen, ihr habt also die Zeit, ihr habt das Geld, halte ich den größten Knackpunkt beim BaFin von allem anderen jetzt mal voll vergessen, tatsächlich jene Lagerung. Denn dass ihr jeden Tag losgeht, das halte ich für absolut ausgeschlossen unrealistisch. Ja, da müsstest du ja jeden Tag dein eigenes Viehzeug erlegen. Ja, das macht ja nicht mehr der, sondern es wird eingefroren, logischerweise. Und dermaßen viele Massen an Futter einzufrieren, zu portionieren und jetzt kommt es, sie zu lagern, ohne dass es eine Verwechslungsgefahr mit menschlicher Nahrung gibt. Hier spreche ich aus eigener Erfahrung, denn 1/3 meiner großen, ich glaube es sind 380 Liter, muss ich mal auf die Bedienung gucken. Ich habe eine große Gefriertruhe jedenfalls mir damals zugelegt. 1/3 ungefähr ist voll mit Ilaseim-Kram. Und das sind unbedingt jetzt das Fleisch, was ich hier, das ist noch relativ gut identifizierbar, auch wenn es komplett kreideweiß ist, mit Eis belegt, habe ich genau Moroschum-Ohrensuppe. Die ist immer eingefroren für Notvorrat. Ja. Wisst ihr, wie oft ich die schon rausgeholt habe? Und ich wollte für mich allerdings tatsächlich Tomatensoße machen. Ja, so hier Bolognese bzw. Tomatensuppe, weil die beiden sehen völlig gleich aus. Selbst wenn ich sie in unterschiedlich farbenen Gefäßen, wo man sagt, das ist kein Problem, machst du BaFin-Kram jetzt, also alles für einen Hund, machst du in eine Packung mit einem roten Deckel und deine Sachen sind alle in einem grünen Deckel oder Klarsichtfolie, also oder beschriftet das, was denn irgendwann abfällt, vielleicht auch bei minus 26 Grad, was auch immer. Die Nummer halte ich für völlig unrealistisch. Es ist mal eine rote Dose mit einem grünen Deckel über, die eigentlich für einen Hund gewesen ist und sagst du, ja, ich wollte jetzt Kartoffelbrei für mich morgen machen, ich selber habe keine mehr, machst du das da rein, nächstes Mal servierst du dem Hund Kartoffelbrei, ist ja nichts Schlimmes, aber du hast denn keinen mehr. Wisst ihr, wie oft ich schon das Falsche aufgetaut habe, dann erst gesehen. Das sind so Sachen. Ja, also genau jene Lagerhaltung ist ein Riesenproblem bei dem BaFin-Ding, was mich, obwohl ich nicht BaFe, aber Sachen im Tiefkühlschrank für die Hunde habe, jedes Mal wieder zum Ding. Denn das ließe sich nur vermeiden, wenn ich eine Truhe nur für den Hund und eine Truhe nur für den Menschen habe. Ja, jetzt, ich habe eine Truhe, wo man auch teilen kann. Die ist auch tatsächlich, bei 1/3 ist eine Trennung drin, wo ich sage, es ist nur für Eli. Ja, aber das funktioniert nicht. Dann habe ich mal mehr für Eli, dann muss ich was daraus reinmachen. Oder ist es umgekehrt? Bei Eli ist mal Platz und ich leg da schon hast du ein Dings. Du müsstest wirklich eine Truhe haben, wo du sagst, da geht nur was für den Hund rein und nur eine für den Menschen. So, und dann kommen wir nämlich hier. Na, mal abgesehen, das, was die Truhe kostet, ein paar Mark, haben wir gesagt, ist kein Problem, die S-Klasse haben wir schon. Aber die Stromkosten, und genau das ist mein größtes Problem eigentlich, der größte Verbraucher, den ich hier draußen im Wald bei meiner 25 Quadratmeter spartanisch-primitivistischen Wohnart habe, ist die Kühltruhe. Wenn es nicht gerade der Computer ist, weil ich permanent YouTube-Videos hochladen muss und die Webseite betreiben, ja, das ist nämlich auch so ein Knackpunkt, aber das ist ein 12-Volt-Gerät, was nicht ansatzweise so viel wie die Kühltruhe unterm Strich. Als ich mir die damals zugelegt habe, ist mein Stromverbrauch exorbitant gestiegen. Und das ist hier Energieklasse ganz weit oben. Ja, also das Beste, was ging, ja, ist, das ist Wahnsinn. Und das denn noch dazu rechnen, ja, also wir halten, ich fasse es kurz zusammen, das Mehrgeld beim Einkaufen, das Mehrgeld von den ganzen Gefäßen, die man sich irgendwo hat, das Mehrgeld von der Zeit, die man sich erstmal nehmen muss, wo man nichts anderes machen kann, das Mehrgeld durch den Stromverbrauch und so weiter. Also wer sich das alles leisten kann, bin ich der Meinung, da muss man schon mindestens 2 S-Klassen vor der Tür haben.
Gut, bin ich mit dem BAF durch, ja, und Marion, wie gesagt, recht vielen lieben Dank nochmal nachträglich für das Buch. Ansonsten hätte ich tatsächlich den BAF-Beitrag kürzer gehalten. Und jetzt muss ich da ein oder andere sagen, der überzeugt davon ist, darf er ja auch gern weiter tun. Das muss doch jeder füttern, was er möchte, ist alles okay. Würde ich jetzt sagen, hättest du mal nicht das Buch geschickt. Wichtig ist, das werde ich wahrscheinlich noch zwei, dreimal sagen, wenn euer Tier mit dem, was er füttert, gesund ist, ist doch alles gut. Und warum sollte ich irgendetwas ändern bei dem, was ich tue? Das ist absolut null Veranlassung dazu. Ne? Wie sieht es denn jetzt aus übrigens, Eli? Wenn wir jetzt den vierten Punkt nehmen, jetzt das kleine Brötchen. Ja, guck doch mal an, super Schmacko. Den kannst du dir reinziehen, ne? Wäre jetzt der vierte Punkt genau das, was wir gerade angefangen haben, Eli. Das heißt, oder nicht nur Eli, es geht hier um meine Hundeernährung, so wie ich meinen Hund ernähre. Und nehmt das als Beispiel vielleicht oder vielleicht auch aus Neugier, rein aus Interesse. Das soll keine Anleitung sein, um Himmels Willen, ich möchte auch niemanden bevormunden. Vielleicht kann jemand daraus etwas mitnehmen oder entdecken. Und wenn es einen positiven Effekt hatte, dann würde ich mich freuen. Ansonsten muss ich sagen, ich bin seit sehr, sehr vielen Jahren, seitdem ich mit Hunden zusammenlebe, was das angeht, eingeschossen und es läuft. Ich habe keine Probleme. Meine Tiere sind gesund und ihnen geht es gut. Das ist vor allem das Wichtigste für mich immer. Es kostet mich Geld und Zeit. Ja, aber hey, deswegen hat man ja Tiere. Ne? Also, beginnen wir mal zu diesem Thema. Müssen wir hier gleich noch einen haben? Ila schon weg, das kleine ein super Träubchen. Super Schmacko. Vom Welpenalter an füttere ich genau das, was ich selbst auch esse, nämlich Misch- und Hausmannskost, bestehend aus Fleisch, Gemüse, Obst, Kräutern, selbstgekochten sowie auch Fertigmahlzeiten. Das heißt, das Fertigfutter sowohl für den Menschen aus der Tiefkühltruhe. Ja, leider, ich muss mich outen. Ja, wir hatten das. Arme Leute müssen ab und zu da auch mal reingreifen, weil es nicht anders geht. Als auch hier das Fertigfutter halt für jenen Hund. Sprich Nass- und Trockenfutter im Dosen-Tüten-Format. Das heißt, wir sehen schon, der Hund ist nicht nur genau das, was ich halt, wie gesagt, esse, plus dem, was es aus der Futtermittelindustrie gibt, sondern er isst quasi alles. Und deswegen sage ich, das ist mein Hausschwein. Dem kann ich quasi alles servieren, aber nicht verwechseln hier mit Kompost. Dazu werden wir nochmal kommen. Gute Sachen. Oder sagen wir mal, Sachen, die ich für gut halte, weil sie sich bewährt haben. Das ist eine neutrale Definition, mit der Meinung. Ne? Im Laufe der Jahre habe ich hier vieles Fertigfutter mal ausprobiert und tue das auch immer mal wieder, wenn ich irgendwo etwas Neueres entdecke. Aber wie gesagt, ich habe mich auf meine Marken eingeschossen, weil ich weiß, dass es, was es halt etabliert hat. Das ist gut. Es gibt nichts Negatives großartig zu sagen. Und ich habe damals auch, wo ich mich mal ganz genau, das ist ungefähr kurz nach Beginn der Webseite, die ja jetzt 10 Jahre besteht, ich glaube, es war so im zweiten Jahr, wenn ich mich recht entsinne, oder das war es noch das erste, was egal, es ist schon mal 8, 9 Jahre her, habe ich mich mal ganz intensiv mit Futter dahingehend beschäftigt, dass ich riesengroße Excel-Tapeten erstellt habe. Man kann sich das bei mir vielleicht so ein bisschen vorstellen, wer den Kanal so ein bisschen kennt, ja, dass ich mir sehr intensiv mit einem Thema auseinandersetze, wochenlang einschließe und dann drüber brüte, vergleiche, auch so gucke hier und die Stoffe, was ist das, wo ist der Beste und völlig kranke Sache, wird jemand sagen, ja, na warum denn nicht, ja. Was ist allerdings rausgekommen? Ein Resultat, oder ich muss noch dazu sagen, ich habe nicht nur diese Tapeten gemacht, sondern, das ist noch vielleicht noch ganz wichtig, also nicht unwichtig für euch, ich habe auch Futtermittel Proben eingeschickt ins Labor. Das heißt, von dem, wo ich vermeintlich meinte, das wäre gut, weil ich es gekauft habe für das Tier, im Dosenformat als auch im Tütenformat. Eingepackt, vorher abgesprochen mit dem Labor, mit dem Amt, zum Veterinäramt, ist auch noch einiges gegangen. Ach, das ging auch längere Zeit, ich habe immer mal wieder was, denn mal die Probe, denn mal das. Ich wollte die auch nicht überfordern mit einmal, naja, lange Rede, kurzer Sinn. Das, was ich da rausgefunden habe, in der Kombination mit meinen riesen Monster-Tabellen, das Resultat daraus, ich glaube den Herstellern gar nichts mehr.
Es hat sich herausgestellt, dass in Futtern Dinge drin gewesen sind, die dort gar nicht drin sein sollten. Und die auf jene Nachfrage, das war nämlich der Grund, warum ich mich an jene Tierärztin, die ich da beschrieben hatte, an die Firma, an das Unternehmen, wo die Tierärztin gewesen ist, gemeldet habe und sie mit jenem Laborbefund konfrontiert habe. Ja, was willst du da noch machen? Da kommt einer, der schon so akribisch die Beweise gesammelt hat. Jetzt können sie sich einfach gar nicht melden. Das wäre einfach das Klügste gewesen wahrscheinlich. Aber ich sagte ja, die Frau hatte damals offensichtlich schon ein kleines Problem mit ihrer Arbeit oder ihrem Arbeitgeber oder halt speziell halt ihrem Futter, dass sie gar keine Wahl mehr hatte, als das zu leugnen. Ja, und das, wie gesagt, das, was ich bestätigt, das, was ich dann bekommen habe, zurück, das war eigentlich, war nochmal die Krönung von dem, was ich eigentlich schon hatte. Es waren da Sachen drin, wie gesagt, die sollten gar nicht drin sein. Das heißt Fleischsorte, ja, wir kennen das selber, steht drauf, Rind, Huhn, Schwein. Und was hast du drin? Pute, Strauß, Krokodil. Jetzt mal so ganz frei herausgesponnen, wir werden darauf nochmal eingehen. Es hatte nicht gestimmt. Auch haben wir Sachen, ich habe speziell nach einigen suchen lassen. Das wurde mir dann auch später erklärt, um diese Lockstoffe und Pheromone, die sich ganz schlecht nachweisen lassen, damit die Hunde das Futter überhaupt fressen. Das steht nämlich nur vor auf der Packung drauf. Du machst die Dose auf, die Packung schloss es hin und das Vieh frisst es einfach. Ja, aber das würde das möglicherweise gar nicht fressen, wenn da nicht ein ganz spezieller Stoff drin wäre, der das Tier dazu animiert, es zu fressen. Und diese Aussage bekommt ihr von keinem Hersteller. Außer die Lüge, dass es da nicht drin wäre. Ja, ich sage extra Lüge, weil ich das Gegenteil bewiesen habe. Schlichtweg, Punkt. Aber die Problematik ist, warum ich das nicht veröffentliche. Habe ich auf der Webseite geschrieben, weil sich jene Zusammensetzung regelmäßig wieder ändern. Das heißt, ich mache heute in Ding. Wir kennen das ja, ja. Ich mache ein Review heute von der Jacke und in 3 Jahren später kauft sich einer die Jacke und sagt, der Ärmel ist viel kürzer oder bei mir ist die Naht aufgegangen. Dann muss ich sagen, ja, mein Review war vor 3 Jahren gewesen. Ne? Und bei Futtermitteln ist es so, dass wir gar nicht 3 Jahre warten brauchen, sondern dass in der nächsten Woche schon eine neue Charge an Futtermitteln, Lebensmittelindustrie, Abfällen in den großen Bottich reingekippt wurde, die ganz andere Inhaltsstoffe haben. Ergo ist so eine, ist eine Momentaufnahme, die ich da gemacht habe. Ich habe sehr, sehr viel Geld in Momentaufnahmen investiert. Wo man jetzt sagen könnte, hey, die könnte es jetzt nochmal neu machen, damit es, ja, wie es heute aussieht. Das ist wie regelmäßig, wenn ich mein Trinkwasser hier untersuchen lasse. Ist ja auch nichts anderes. Deswegen mache ich das auch alle 2 Jahre. Ich könnte das jede Woche machen, aber das kann ich mir nicht leisten. Ja? Aber an einem halbwegs regelmäßigen Abstand untersuche ich es dann und es ist immer anders. Es ist immer anders. Ja? Und wie es ist, das wollte er nicht wissen und darum soll es ja auch nicht gehen. Also ich fasse es kurz zusammen, was die Packungen angeht von solchem Fertigfutter. Es muss nicht das drin sein, was draufsteht, weil der Hersteller schlichtweg lügt. Das wird er natürlich erstmal verneinen, dass er das tut. Dann ist es aber so, dass sich die Chargen jedes Mal ändern. Das heißt, wie gesagt, es sind ja Abfälle aus der Lebensmittelindustrie. Das ist immer eine neue Zufuhr, immer etwas anderes. Aber der Hersteller druckt eine Verpackung, eine fertige Tüte. Ihr kauft 2, 3, 5 Jahre das gleiche Futter. Es ist immer dieselbe Tüte. Ja? Es sei denn, es ist immer ein Design verändert, wo ein anderer Hund jetzt vorne drauf. Aber wisst ihr, es steht hinten immer dasselbe drauf. Seht ihr, wie ich will nicht sagen unseriös, aber wie unrealistisch das ist, wenn andere Zutaten drin sind, aber hinten immer das gleiche draufsteht, kann schon nicht passen. Ne? Und dann habt ihr noch den Punkt, dass ungefähr 3% sind die Hersteller gar nicht verpflichtet, irgendwas draufzunehmen. Alles, was geringer als jener Anteil ist, musst du gar nicht reinschreiben. Und da kommen wir nämlich genau an jene Lockstoffe und Pheromone rein. Oder aber auch andere Dinge, die vielleicht auch schädlich sind, wie auch immer, oder noch minderwertiger. Das muss alles gar nicht draufstehen. Ergo, das ist das große Problem. Du kannst so akribisch sein und dich mit allen Zutaten, auch physiologische, analytische Bestandteile auseinandersetzen, so wie ich das tue, und weiß, wofür jeder Stoff gut ist, was er bedeutet und in welchem prozentualen Anteil er ungefähr enthalten sein sollte, damit beim Hund ungefähr das und das passiert. Wenn man das weiß, ist das eine gute Basis. Aber was ist, wenn das nicht stimmt? Genau, das ist eigentlich das gleiche Problem wie bei unseren eigenen Nahrungsmitteln. Wer glaubt denn bitte? Aber gut, ja, es mag ja jeder selber glauben. Das steht ja auch jedem frei. Möglicherweise gibt es ja auch Menschen, die glauben vielleicht einem Tierarzt, der ein gewisses Futter auf einer Provisionsbasis verkauft. Ja, das kann ja auch sein. Soll doch jeder glauben, was er möchte. Ich sehe es tatsächlich so, das ist jetzt ein harter Vorwurf, aber das ist aus meiner Erfahrung und wie gesagt mit meiner Beweiskraft, die ich mal auferlegt habe, ist, dass wir als Konsumenten oder das Tier
belogen und damit auch betrogen werden. Denn Betrug definiert sich eben durch jenen finanziellen Verlust unter der Angabe falscher Tatsachen. Ja? Und wenn ich für ein Futter eine Zahl X bezahle und erwarte, dass das und das da drin ist, aber tatsächlich ist was anderes drin, was weniger wertvoll ist, dann ist es ein finanzieller Schaden für mich. Ja, ganz einfach. Die Problematik ist die Nachweispflicht. Ja? Und beziehungsweise den Schuldigen und ach komm, hört mir auf, unser Rechtssystem ist gar nicht dafür ausgelegt. Ja? Wenn wir jetzt vielleicht hier nach USA oder was auch immer gehen, ja? Da könnte ich wahrscheinlich, wenn ich da rausfinden würde, würde mein Hund, den könnte ich noch persönlich vorne bei der Jury hinstellen, mit einem Tränenauge male ich Elon da drunter, das würde wunderbar funktionieren wahrscheinlich, und der würde 6 Milliarden Dollar Preisgeld gewinnen dafür, dass er den Futtermittelhersteller XY entlarvt hat und alle haben so viel Mitleid mit dem armen Hund, der gestern Eidechse statt Schildkröte fressen musste. Na, ist das? Hier kannst du es vergessen, du kannst hier verarscht von vorne bis hinten werden, der Verbraucher hat, was das angeht, quasi, na, ich will nicht sagen null, aber doch relativ wenig Möglichkeiten dagegen vorzugehen. Denn die werden ja sagen, du musst es nicht kaufen. Ganz einfach. Diese Packungsangaben der Hersteller, möchtest du noch ein Hamelinchen? Ein Rübchen? Ach, jetzt wollen wir die Träubchen haben, ja? Dann kriegst du noch ein paar Träubchen. Diese Packungsangaben der Hersteller sind für mich persönlich nur ein Teil jener Qualitätsbewertung eines Futters. Hinzu kommt, so beurteile ich das zumindest, das Aussehen, die Konsistenz, die Geruch und den Geschmack. Und tatsächlich, wer das bei mir vielleicht so ein bisschen durchsickern hat sehen können, ist, ich esse das Hundefutter selbst. Jetzt nicht in Spatenmengen, aber ich koste es. Jedes, alles, ausnahmslos, egal was es ist. Und selbst den Knopperriegel, habt ihr ja gesehen, deswegen mache ich das. Das klingt jetzt, das sieht immer komisch aus in so einem Video. Wenn mir jetzt ein Abonnent etwas zuschickt als nette Spendengabe für Eli, recht herzlichen Dank. Ja, wer noch mehr haben möchte, dass wir hier verfüttern während des Videos, immer her damit. Habe ich da reingebissen und habe gesagt, was auch immer, ja, wie auch immer, ich koste es und das ist für mich natürlich auch ein Rückschluss, weil ich weiß, wie schmeckt es für mich und wie schmeckt es für den Hund, warum ist das und so weiter. Ich kann dadurch logischerweise Rückschlüsse ziehen auf das Verhalten meines Tieres, ne? Und deswegen teste ich es in jenen Dingern durch. Und schaue mir natürlich im Endeffekt auch die Ausscheidungen des Hundes an. Da achte ich drauf, wenn er irgendwas anderes frisst, dann gucke ich ganz besonders hin. Oder wenn er etwas längeren, eine andere Konsistenz vom Stuhlgang hat, dann gucke ich hin, was habe ich gefüttert im Rückschluss. Ja? Prinzipiell, wenn wir jetzt bei diesem Fertigfutter bleiben, füttere ich kein Futter, keine Marke, bei der ein überwiegend hoher Anteil an einer eher fragwürdigen Komponente enthalten ist. Ich muss hier sagen, überwiegend hoher Anteil. Es sind überall fragwürdige Komponenten drin. Das gibt es gar nicht ohne, sonst wäre es ja kein industrielles Fertigfutter. Das wäre ja wie wenn er durch Tiefkühlregal geht und sagt, Dr. Oetker, Wagner, Pizza und was auch immer, alles lecker. Ja, du findest auf jeder Packung überall, ja, Glucose, Fructose, ach, müssen wir gar nicht drauf eingehen. Ja, wir machen mal ein Ernährungsvideo über Menschen, hatte ich gesagt, machen wir, aber wir sind ja schon so ein bisschen beim Hund hier drin. Wo zu viel davon drin ist, das füttere ich nicht. So. Speziell, wenn ich mir jetzt hier angucke, Fleisch aus Massentierhaltung. Da sind die Klassiker Rind, Schwein und Huhn. In genau jener Reihenfolge übrigens auch, habe ich den Eindruck, so wenn ich durch die Regale gehe, manchmal ist das Huhn mehr, vielleicht als das Schwein oder das Rind. Das Rind ist in jedem Fall Stelle 1. Das Rind hat den größten, ist gefühlt in Pi mal Daumen 80-85% aller Futtermittel ist Rind drin. Und zwar der größte Bestandteil, weil es logischerweise der größte Füllstoff ist, weil das Rind das größte Vieh von allen ist, was wir bei uns im Stall halten. Sonst hätten wir Elefanten im Futter drin. Am wenigsten der Mensch davon verwerten kann, in der Relation zu anderen Tieren zumindest, und dadurch natürlich als schöner Abfall für das Hundefutter dient. Wunderbar. Und ich hatte es eingangs erwähnt, Medikamente, Massentierhaltung, schlecht genetisch verändertes Futter, das alles in jener Masse rein, sagen wir mal 85% kriegt mein Hund. Lass mich kurz überlegen. Nein. Das heißt, konsequent füttere ich hier schon mal rindfrei, weil das halte ich für das Schlimmste von allen.
So, das hat jetzt nichts mit einer Unverträglichkeit zu tun, muss ich sagen. Denn wer natürlich eine Unverträglichkeit auf Huhn oder Schildkröte, was auch immer. Ja, ich mache mich nicht lustig, sondern das wollte ich mir sagen, es kann alles Mögliche sein. Dann ist das natürlich Prio 1, verständlicherweise. Da wir hier aber nichts haben, gehe ich nur rein prophylaktisch vor, um genau zu vermeiden, dass mein Hund möglicherweise so etwas bekommt wie eine Futtermittelunverträglichkeit. Ich schließe also schon das von vorher aus, wo ich mit meinem, darf ich scharfen Verstand sagen? Vielleicht, das klingt arrogant, wir werden über das Thema noch ein Video machen. Aber zumindest ist kritisch, ja, mit kritischen Überlegungen sage, da stimmt was nicht. Oder da könnte etwas falsch laufen, ne? Sagen wir mal so. So, also zu dem. Das heißt, was bleibt zum Beispiel noch über, könnte man jetzt sagen, ja, wenn ich jetzt an Dosen denke, haben wir Wild, Kaninchen, Geflügel, das heißt Pute, Gans, Ente, Huhn, ne? So, ich sagte ja, es ist alles irgendwo Massentierhaltung, logisch, ja, aber ich sagte anfangs deswegen, der größte Masseanteil. Denn wenn ich die in der Kombination, das ist der Klassiker, die kleineren findest du ja in der Kombination, 30 Huhn, 40 Ente, ja, Pute, Wildschwein, Kaninchen und so weiter, komme ich nochmal drauf zu am Ende des Videos. Das heißt, es ist ein bisschen vermengt, verteilt, wisst ihr, wenn das Fleisch ein bisschen besser. Und dennoch kann man selbst bei jenem Ausschlussfutter, nehmen wir mal das Rindfreie, ja, weil das der Klassiker ist auf dem Markt, das muss man einfach so sagen, ist dennoch Rind drin, wenn dem nicht draufsteht, wenn sie es überhaupt drauf schreiben. Ja, aber bei einigen steht drauf, Schwein, Kartoffel, hast du gesehen. Es ist vorne nichts zu erkennen mit einem Rind, also vorne auf der Verpackung, auch erstmal nicht, wenn du durchliest, auf den ersten Blick. Und wenn du da aber die letzten dir anguckst, das, was am kleinsten drin ist, was steht denn dran? So eine Klassiker wie Euter oder Schlund oder Pansen. Ja, von welchem Tier sollte das wohl sein? Ne? Also, dann hast du es dann plötzlich doch drin. Ja? Also, fass es zusammen, Fleisch aus Massentierhaltung. Bin ich sehr vorsichtig und nehme mir den größten Bestandteil jener Massentierhaltung, vermeide ich. Dann vermeide ich grundsätzlich Tiermehle, wenn das zu viel drin ist. Das heißt, diese sogenannten Proteine, Geflügelprotein, so ein Klassiker, ja, ist nichts anderes als Knochenmehl oder Fischprotein, ist Fischmehl. Könnte man auch hinschreiben. Einige Hersteller, eine ganz wenige, schreiben, dass es Fischmehl ist. Die meisten schreiben aber Fischprotein, weil sich es einfach besser anhört, weil Mehle ja auch so einen negativen Mitcharakter haben irgendwo. Und genau für mich zumindest ist es auch tatsächlich so, wenn ich nämlich aussuchen kann, für mich persönlich, ja, esse ich heute Geflügelmehl oder esse ich ein Huhn? Ich weiß nicht, wer würde denn mit dem Löffel in dem Mehl rumwühlen? Also zumindest ist jeder, der mal Eier auf den Lofoten gegessen hat, der weiß, dass er eigentlich mit Fischmehl nichts zu tun haben will. Und jetzt kommt nämlich die, das ist ja das Ursächliche, Barf hätte ich fast gesagt, ja. Ich esse, oder mein Hund ist das, was ich esse. Und wenn ich sage, ich möchte kein Fischmehl essen, dann kriegt doch der Hund kein Fischmehl. Also nicht aktiv von mir. Natürlich ist mir durchaus bewusst, dass es in so gut wie jedem Futter jene Mehle drin sind, nämlich als billigster Proteinlieferant. Das ist dann einfach so. Ja? Die Eiweiße werden in Form von Mehlen verabreicht, Tiermehle halt verabreicht. Aber ich sagte ja, wenn ich das vermeiden kann, das heißt, ich ein Futter habe, wo die frische Komponente höher ist als sie, dann nehme ich eher die und vermeide eher das Mehl. Ja, das wäre eins. Und der dritte Punkt wäre hier Getreide als Füllstoff, wohlgemerkt. Ich sage nicht getreidefrei, denn ich hatte es erwähnt, ich bin der Meinung, der Hund, oder wir wissen, dass der Hund Stärke umsetzen kann, aber, und das gilt bei mir für alles, auch für mich persönlich, alles in Maßen. Wenn, nein, Eli, nein. Eine riesengroße Hummel hier. Hinter die großen Schwarzen hier. Das sind hier die, ach, jetzt komme ich gerade nicht auf den Namen. Also dieses riesen Monster, also wie ein Käfer. Eli, nein, komm hierher. Ich bin gerade hier abgelegt, weil Eli kriegt ja gerade ein riesen Auge. Das ist jetzt sein, ich müsste die Kamera eigentlich umdrehen. Eli, nein, lass es. Komm hier ein Träubchen. Ein Ablenkungsträubchen? Super Schmacko. Das ist genauso groß wie der Käfer. Ja, ne, als Füllstoff sind hier zum Beispiel die Getreidesachen Mais, Gerste, Weizen, Reis. Ist das Billigste einfach, Pflanzenstoffe. Und das siehst du halt bei jenen. Ist mein Kriterium herauszufinden, das minderwertigste Futter hat den höchsten Anteil an pflanzlichen Füllstoffen.
Das ist ganz einfach. Und genau auch das versuche ich zu vermeiden. Also das heißt, ich fasse diese drei Sachen zusammen. Bei industriell verarbeiteten Fertigfutter, wo ich sehr genau darauf achte, ist Fleisch aus Massentierhaltung. Der große Anteil, also das Größte, was da drin ist, No-Go. Tiermehle, wenn ich es vermeiden oder ersetzen kann, durch frische Proteinquelle. Und wie gesagt, Füllstoff als Getreide als Füllstoff. Diese drei Sachen, da achte ich in erster, das ist mein erster Filter, wenn ich ein Fertigfutter kaufe. Und dann gehen die weiteren Filter natürlich auch noch drüber hinaus los, ja, wo ich mir dann die Sachen im Detail anschaue. Trockenfutter, ja, wenn wir da mal jetzt, ist für mich essentiell, sowohl zu Hause als auch unterwegs auf Tour. Da kommen halt zwei Komponenten zusammen, denn ich kann ihm nicht den ganzen Tag frisches Futter geben. Wir haben das gesehen, Zuschauer der Abenteuerreportage. Und ich denke, es wird auch für alle Nicht-Hundehalter völlig nachvollziehbar logisch sein, dass ich auf einer tagelangen Trekking-Tour, ja, oder ich bin, selbst wenn ich nicht Trekking mache, ich bin zumindest unterwegs, fernab von zu Hause, von meinen riesengroßen Vorräten, die ich habe, möglicherweise auf frischer Natur. Es ist nicht möglich, ich kann mich ja nicht mehr selber so frisch ernähren, ich muss dann auf irgendetwas aufreißend zurückgreifen. Deswegen macht man mitunter Trekking-Mahlzeiten auf. Ja? Wenn es sich anbietet, wenn es Sinn macht oder wenn dann etwas anderes nicht möglich ist. Und genauso ist es denn dort auch. Ja? Wenn wir morgens aufstehen, dann beginnt der Tag. Und da kann ich mich nicht 25 Stunden, übertrieben jetzt, da kann ich mich jetzt nicht ein, zwei Stunden hinstellen und noch irgendetwas groß zubereiten, hinterher möglicherweise auch noch was abwaschen, ein Feuerholz machen und so weiter. Da reiße die Tüte einfach auf. Und dann gibst du, das ist fertig. Genauso schnell esse ich ja auch. Also nicht so schnell wie der Hund, das schafft man nicht zu essen. Ja, aber wisst ihr, was ich meine? Ja, das muss dann einfach gehen, um den Tag am bestmöglichen nutzen zu können. Und es ist natürlich auch ein Transportding. Ja, verständlicherweise ist Trockenfutter deutlich kompakter und leichter. Wenn ich Eli, wenn der für 10 Tage sein Futter schleppen muss, ja, oder 8 hat er ja letztens, dann hat er hier so eine riesen Tasche. Die Leute gucken ihm, ach, der arme Hund, was der alles dran. Ich sage, der trägt nur sein eigenes Futter. Wisst ihr, was ich in den 45 Kilo hinten drin habe? Seine Matte, seinen Rucksack, sein da, la, 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 auch noch alles für Eli. Das muss ich mir ja selber tragen, trage ich. Ja, das ist einfach nicht machbar. Da frisches Sachen mitzunehmen, egal wie sie verpackt, eingeschweißt oder zubereitet sind, da muss es Trockenfutter herhalten. Und genauso ähnlich leben wir denn hier auch, wie gesagt, ja auch zu Hause. Ich lebe hier auch draußen. Ich ziehe jetzt hier nicht auf Tour. Ne? Aber hier muss ich einfach sagen, ist es denn auch eine Kostenfrage? Weil das muss man sagen, nicht nur bei den gestiegenen Preisen, sondern auch unterm Strich ist jegliches Trockenfutter, auch das Teure, was ich habe, auch das super Teure, es ist immer noch günstig in Anführungszeichen, als wenn ich es frisch zubereiten würde mit einem dreistelligen Gänge-Menü, wie wir es sonst machen. Also ist Trockenfutter für mich im Ganzen ein essentielles Futter geworden. Ila, komm da hoch, da sind die ganzen Mücken da unten, komm mal hier hoch. So ist es fein, hast du die ganzen Moskitos auf dem Boden, musst du dich doch nicht hinlegen. Du willst schon bloß wieder nicht weggehen, weil die... Was hältst du denn jetzt von so einem Rübchen? Guck mal, wenn der Papa vor ist. Guck mal hier, mit dem Knuspel, wenn du die Zahnis hier reinmachst. Oh ja, Eli. Das war doch was, Eli. Nicht die Fliegen, die Rübchen. Ja! Der haut rein, Eli, ne? Wir kommen nochmal auf das Thema, dem Hund etwas zu servieren. Aber da ist schon mal ein gutes Beispiel. Ja. Und wenn ich den ganzen Tag denn draußen gewesen bin mit Eli, wir leben beide den ganzen Tag im Dreck, logisch, ne? Dann mache ich mir abends etwas Warmes, dann habe ich die Zeit im Sinne von, es ist dunkel, der Tag ist vorbei, ich kann draußen nichts mehr ausrichten oder es ist zu kalt geworden, was auch immer. Deswegen habe ich quasi zwei Mahlzeiten am Tag, ein Frühstück und ein Abendbrot. Und natürlich zwischendurch, je nachdem, was wir denn machen, irgendwelche Unternehmungen, gibt es natürlich irgendwo nochmal ein Picknick, ein Appetizer, ein Riegelchen oder was weiß ich, ein was Kleines, Gebranntes, verschiedene Geschichten. Ja? Aber das sind zumindest diese Hauptmahlzeiten und genau so lebt auch Eli. Ja? So leben alle Hunde, die ich habe. Genau nach jenem, ich hätte was gesagt, Rhythmus. Aber Rhythmus ist es ja eigentlich gar nicht, denn die Zeiten sind immer verschieden, verschoben. Ja? Aber das ist mal ein ganz anderes Thema. Jedenfalls, das, was ich mir auf den Teller lege, das hat auch, wenn wir jetzt an dem Abendessen zum Beispiel bleiben, oder meinetwegen auch, manchmal ist es Mittag, wenn es verschoben ist,
Das hat auch Eli auf seinem Teller. Und damit, oder in seinem Napf. Und das wissen die Zuschauer der Abendreportage und auch die Kanalzuschauer darüber hinaus. Aber das immer mal wieder vorkommt. Was ist denn hier mit dem kleinen Eckchen noch? Das Grüne hinten lässt er natürlich über. Das kann ich sowieso gleich. Und das ist, wie gesagt, alles. Ja, und jetzt für alle, die das, wie gesagt, nicht wussten oder sich vorstellen können. Kartoffelbrei mit Gemüse, Spaghetti Bolognese, Milchreis mit Zimt, Steak mit Pommes, Spiegelei mit Brokkoli, Pizza. Alles, was ich esse, ist haargenauso auch Eli. Gestern Abend hatten wir zum Beispiel Pizza wieder. Da hat er aber eine Dose bekommen und hinterher zwei Stücken von der frisch gemachten Pizza noch drauf. Ne? Das heißt also, das ist, was ich eingangs sagte. Eli ist das, was ich esse, plus on top das, was die Futtermittelindustrie noch an vermeintlich nahrhaftem noch zu bieten hat. Und das war jetzt, was wir anfangs, da ist noch ein Stückchen über. Ach, das reicht schon, ja? Ja, ich sehe schon. Das, was ich anfangs gezeigt habe, frisches Wild. Ja? Ich habe den Fuß hier gehabt. Und nicht so oft kann ich das mehr machen, denn seitdem der Kontakt zu dem Jäger nicht mehr vorhanden ist, aufgrund seiner illegalen Machenschaften, habe ich den abgebrochen, weil ich das nicht mehr unterstützen würde. Ich habe es ja dann erst tatsächlich mitbekommen, wie kriminell solche Personen tatsächlich sind. Und vor allen Dingen in diesem Zusammenhang, was das Wild vor allen Dingen angeht, wie die Tiere gequält werden, bevor sie denn tatsächlich sterben dürfen. Das möchte ich nicht mehr. Leider haben sich andere gefunden, denen das dann egal war, wie das Futter zustande gekommen ist für ihren Hund. Ja. Wenn ich das selber weiß auch noch, ja, und sehe, dann mache ich da in jedem Fall einen Cut. Jetzt könnte man natürlich sagen, bei dem industriell hergestellten Fertigfutter aus der Massentierproduktion, na, aber da sagen wir ja, das muss ich denn selbst erstmal nachweisen, dann ist das für mich auch okay und dann mache ich auch wirklich den Cut. In diesem Fall muss ich es leider bei jenen Rehfüßen machen. Deswegen habe ich jetzt sogar 25, das waren mal fast 100 Stück gewesen. Und dann hat man so ansatzweise eine Vorstellung, was das hier bei uns für eine Schlachtbank ist. Oder war. Denn man muss ja auch sagen, mittlerweile ist mir viel davon da. Ja. Neben den Füßen war aber vom Reh das Beste für ihn natürlich, also jetzt der Rücken, ja, der Rücken, also ein Rehrücken hat er angefasst, wenn ich ihn vorher mit Rotweinsoße tatsächlich im Ofen zubereitet habe. Rosmarin obendrauf, ein kleines Scheibchen Kartoffelchen noch dazu. Das war Eli Sending, in jedem Fall habe ich ihm das Reh so hingelegt, da guckt er mich an und sagt, sie müssen mich eigentlich verarschen. Das ist jetzt kein Witz. Ja. Und das ist absolute Delikatesse. Neben dem Fleisch, wenn ich jetzt an das frische Reh denke, dann hat er tatsächlich, wie gesagt, den Magen ist auch nicht rangegangen. Ne? Aber was er genommen hat, in jedem Fall immer gleich die Ohren. Ne? Frisch abgeschnitten, das Geilste für ihn überhaupt. Hatte auf so einem Ohr hatte ungefähr 2 Minuten rum. Ne? Das ist ja quasi nur Knorpel mit Fell aber dran. Das hat ihn super angemacht. Das war eigentlich so mit seinen Lieblingsohren. Habe ich heute leider gar nicht mehr. Aber ansonsten haben wir, wie gesagt, natürlich noch die Keulen. Klassischerweise. Und das neben dem Reh gab natürlich auch Wildschweinkeulen hier, als auch Rippenbögen, ja, vom Reh. Vom Reh konnte ich alles verwerten, weil auch die Knochen, das war kein Problem, das war eine gute Geschichte, inklusive der Innereien. Aber auch hier wieder der Innereien, vorher gebraten oder gebacken. Das ist ja, das ist kein Witz, aber das muss man sagen, ist Ila speziell. Denn wie gesagt, ein anderer Hund hat tatsächlich das rohe Herz gegessen, zumindest kurzzeitig mal. Auch nicht auf, interessanterweise. Wahrscheinlich gesehen hat, als es dann, wie gesagt, dass ich es für Eli einer Pfanne zubereite. Dann ging das durch. Ja? Also er ist nicht dumm in jedem Fall. Was will ich damit sagen? Er hat einen guten Geschmack. Und deswegen na, ist es ja, das ist das Band. Ja? Er sieht, was ich esse. Und durch den Gaumen ist ja nicht nur, dass er einfach nur abguckt, was ist der, das esse ich. Das funktioniert so grundsätzlich immer. Sondern es ist hier natürlich auch... die schmecken den Unterschied. Sonst wäre das nicht so. Ja, sonst war er natürlich auch in das frische Regime sofort dran. Völlig ausgehungert. Kannst ihn hinstellen? Macht er nicht. Frisst er nicht. Du musst es ihm erst genauso lecker präparieren, wie ich es selber auch mache.
Ja, also so viel zu genau jenen frischem Wild. Das ist das, was ich, wenn ich die Wahl hatte oder als ich sie hatte, war das mit eine sehr starke Quelle gewesen. Jetzt ist sie nicht mehr, leider. Aber man kann sich die Umstände nicht aussuchen und natürlich die wenigsten von euch werden solche Quellen überhaupt haben. Deswegen werde ich jetzt hier zumindest, das hatte ich auch ein Statement abgegeben, in Deutschland nicht wieder zerjagt gehen. Das heißt, ich habe hier eine Aversion, eine strikte, konsequente Haltung gegen die Jagd, die hier auf diese Art in Deutschland betrieben wird. Die lehne ich ab. Und da muss dann auch Tasi mein Hund runterleihen, so blöde das denn klingt, kriegt er nicht. Ja. Aber das heißt natürlich nicht, dass eines Tages ich in einer anderen Region, sprich einem anderen Land, wieder auf eine, ich hätte fast gesagt konservative, sagen wir es mal so, auf eine, hier können wir den BAF-Spruch, auf eine ursprüngliche Art der Jagd würde ich wieder gehen und dann würden die Tiere auch wieder genau jenes frisches Fleisch, meinetwegen mit der Rotweinsoße aus dem Bräter bekommen. Ja. Dann haben wir natürlich, habt ihr auch gesehen jetzt, so ansatzweise ein bisschen Gemüse und Obst. Ja? Und deswegen habt ihr es jetzt nicht umsonst mal die Mohrrüben rausgelegt. Am Tag immer Minimum 2. Möhren muss ich immer haben. Eli, das hatte ich glaube ich schon ein paar Mal gesagt, ist, willst du hier nicht nochmal reingucken? Ja, da ist noch einer dran, Eli. Guck mal, mit den Zahnis. Jetzt hast du sie. Ist mit der Möhre auf der Welt, also in der Pfote auf die Welt gekommen. Tatsächlich. Das ist, war schon immer so. Und ich habe jeden Hund dazu bekommen, von Welpenalter an, wo die ersten Zähne rauskommen, sofort auf der Möhre rumzukauen. Ist die geilste Zahnbürste an, die du haben kannst, wenn du sie denn überhaupt brauchst. Als auch grundsätzlich ein Zeitvertreib zum Knabberspaß. Und wie gesagt, auch wenn er nicht alles umsetzen kann, das ist mir natürlich durchaus bewusst, wer so viel Mohrrübe wie Ila ist, hat grundsätzlich einen orangenen Schiss. Daran erkennt er grundsätzlich, wo Ila seine Haufen hinsetzt, orange Anteil drin. Das heißt, wenn ich ihm wenig gebe, dann ist es kein Problem. Aber Ila kommt mit wenig, er muss, Mohren muss er mal viel haben. Das kriegt er grundsätzlich mit den Augen, dürfte er wahrscheinlich, wenn wir nach so einem alten Klischee gehen, hoffentlich keine Probleme bekommen. Ja, und neben dem Mohren, das ist Nummer 1, das ist Nummer 2, sind gleich Äpfel. Äpfel ist auch so ein Ding, oh, eins nach dem anderen. Natürlich auch schön in Scheibchen geschnitten, ohne Kerne, ohne Gehäuse, gebe ich zumindest. Dann Kirschen, natürlich. Ja, wenn wir denn mal wieder keinen Ernteausfall haben, die paar teile ich tatsächlich mit Eli. Erdbeeren, Physalis, Banane, Melone, Kokosnuss, auch immer ganz leckere Geschichte, komplett, wie gesagt, nicht geschreddert oder so, sondern so wie ich sie mit der Machete spalte, kriegt er denn natürlich auch und der löffelt dann auch oder hier das Kokoswasser weg. Teile ich alles mit Eli und ich glaube, das bekannteste Obst dürfte für die Zuschauer meine Abendreportage sein, die Blau- und die Preiselbeeren in Lappland. Eli, das... Hey, nein, Eli! Ja, Eli hat alles gerade richtig gemacht. Wir hatten hier gerade Besuch. Ist auch schön, wenn andere Menschen Hunde ausführen. Ja, aber da haben wir wieder so ein Paradebeispiel. Nee, Eli, komm rein hier. Rein mit dir. Jetzt reicht's aber. Habe ich mal ein Video dazu gemacht. Ja? Umgang mit Hunden, allgemeiner Natur. Und ich hatte gesagt, 9 von 10 hatten wir genauso einen Klassiker. Ja? Ja, was ist zu machen? Ja? Alles Bestens. Das ist ja Eli sein Revier. Das können die anderen natürlich auch nicht wissen. Aber sie müssen sich dann auch nicht unbedingt immer so verhalten, wie sie es tun. Ja? Nun dann, wo waren wir gewesen? Genau, bei der letzten Obstzutat, das Wichtigste hier natürlich, die Blaubeeren. Es gibt wohl, nee, Ila, jetzt reicht's aber, rein mit dir, ab. Es gibt, also könnte man jetzt fast denken, es gibt keinen Busch, wo Ila noch nicht dran gewesen ist. Ja, ihr habt das gesehen, Ila ist ein absolutes Blaubeerschwein. Wenn er die Sträucher sieht, ja, dann geht er da quasi mit seinem eigenen persönlichen Kamm durch. Das ist das Interessante. Blätter frisst er nicht mit. Also er kriegt das besser hin als die Menschen, die es abkämmen, die Sucher. Denn es fehlen hinterher tatsächlich nur die Beeren, nicht die Blätter. Und da geht er, da kann er stundenlang durchgehen und dementsprechend ist natürlich auch das Resultat. Das sind den dunkelblauen Lila, Eli rein mit dir, den lila Schiss. Ne? Das heißt, wo er quasi zu Hause hier das ganze Orange färbt, macht es oben in Lappland blau. Ne? Und die haben auch so einen Klassiker tatsächlich, was andere Hunde angeht. Eli, ich hatte doch gesagt rein, jetzt reicht's aber.
was andere Hunde angeht, beziehungsweise die Halter sind es ja tatsächlich eher, die sagen, boah, dein Hund ist Blaubeeren, meiner ist sowas nicht. Wir kommen am Ende des Videos nochmal dazu oder gleich bald. Aber hier passt es jetzt, glaube ich, ganz gut hin. Ich sage, dein Hund ist das nur nicht, weil er es nicht kennt. Und möglicherweise auch, weil du es nicht isst. Wie gesagt, versuch doch, iss es ihm doch einfach mal vor. Na? Das bedingt natürlich, das funktioniert, muss man sagen, eigentlich tatsächlich eher bei denen, die auch, es werden immer mehr Mücken jetzt, die ein Band haben, eine Bindung zu ihrem Tier, wo es tatsächlich über genau jene Schiene läuft. Ja, dass er nicht der Befehlshaber über den Hund ist, sondern dass die beiden eine wirkliche Beziehung haben. Und dann ist es ganz automatisch, frisst der Hund genau das, was ich auch esse, weil er weiß, dass es gut ist, weil er mir vertraut. Punkt. Oder weil er etwas haben will, was ich habe aus dem Neid. Das spielt ja erstmal gar keine Rolle. Aber er frisst es dann. Ne? Und genau das habe ich mit anderen Hunden. Deswegen sage ich das so, ein Klassiker. Ja? Wo ich sage, der frisst das nicht. Isst keine Blaubeeren. Habe ich gesagt, hast du schon mal versucht? Ach, das isst der nicht. Habe ich gesagt, deine Einstellung ist genau, warum er es nicht isst. Habe ich gesagt, komm mal mit. Ne? Und da gibt es zwei Möglichkeiten, die ich dann da zumindest mache immer. Ist, entweder ich bin mit dem Hund schon grün geworden. Das heißt, er ist schon ein paar Tage unterwegs und es ist ein zugänglicher Hund. Das bedarf der natürlich auch irgendwo. Dass ich dem Hund was voresse und ihm das dann zeige und er nimmt, das gibt nur eine Variante Nummer 1. Aber was auch sehr gut immer funktioniert, Eli isst vor, der andere Hund, wenn er nicht abgeneigt ist von Eli oder halt dem anderen Hund, wenn er mit unterwegs sind, hat er natürlich den Futterneid irgendwo. Ich sage, oh, was der gefunden hat, da muss ich da auch mal hingucken. Dann nimmt es auch. Es gibt so viele Varianten, wie ihr halt dazu animieren könnt, dem Hund irgendetwas an Essen zu geben, wo ihr meint oder möchtet, dass er das essen sollte. Und Blaubeeren ist natürlich ein Klassiker. Also ich finde es zumindest, ich halte es für ein nahrhaftes Obst, ja, vom Boden. Wilde, ja, weil Heidelbeeren, wie gesagt. Und Preiselbeeren. Und wir haben ja gesehen, Eli frisst selbst die bitteren Krähenbeeren. Hauptsache alles durchgefressen. Ja? Das sind so Klassiker. Auf Tour, Nele, das ist alles gut. Hast du schon aufgepasst? Willst du noch ein Träubchen haben jetzt? Wir sind jetzt, haben das, glaube ich, auch verscheucht. Ja? Mit deiner netten, freundlichen Art. Jetzt die ganzen Mücken. so viel also zu dem Thema. Trockenfleisch. Ja? Müssen wir vielleicht hier noch erwähnen. Das ist ja das, freue ich mich auch immer, wenn wir etwas gesponsert bekommen. Hier, das sind auch die Klassiker, die man immer mal verschicken kann, weil es ist getrocknet, die du super transportieren kannst, die man super lagern kann. Bedingt natürlich, dass es immer entsprechend Wasser dazu gibt. Ja, aber das ist so ein Klassiker. Entenbrust, Hühnerbrust, Hühnerhälse, Schweineohren mache ich teilweise selber, weil ich die noch von der Fleischerin immer mal wieder, hey, immer mal wieder bekomme. Und ja, so viel kannst du also auch Dürrfleisch. Ja, das ist so, auf Tour ist es im Norden ist es überhaupt gar kein Problem, weil da das Wasser ja überall rinnt und fließt. Und da hast du, ne, musst du also nicht, sagen wir mal so, musst du weniger industrielles Fertigfutter nehmen und kannst mehr getrocknete Fleischreste nehmen irgendwo. Ne? Dann ist natürlich Fisch. Zu Hause habe ich noch zwei Packungen jetzt in der Tiefkühltruhe. Wollte ich jetzt nicht extra rausholen, aber wir hatten jetzt, glaube ich, schon genug da. Sprotten, ja, so eine kleine Packung sind das immer. Die ziehen sich mit einmal rein. Die sind leider auch teurer geworden. Ansonsten, Eli, rein, jetzt reicht's aber. Jetzt ist aber Feierabend hier, du Bürste. Ist es viele andere Fische, schmecken mir selber nicht und interessanterweise geht Eli auch nicht an jeden Fisch ran. Hier muss man sagen, ist aber was ganz anderes in Lappland, wenn wir natürlich nach Norden gehen, ja, oder in Nordamerika, Alaska haben wir es immer. Das sind natürlich klassischerweise die Saiblinge, das heißt hier den Forelle und den Lachs. Ja, und das ist natürlich so ein Ding, das lässt sich nicht zweimal sagen und das ist auch die Zuschauer in andere Tasche, da muss ich in jedem Fall teilen. Das gibt es auch. Ne? Und dann haben wir natürlich noch den Klassiker Milch. Ja, ich weiß, komm her, Schnuppelputze. Dann haben wir noch den Wupsi-Schwupps. Ne? Oh, du hast die ganzen nassen Fußis hier. Was hast du denn hier schon wieder gemacht? Ah, hier sind Fischis dran, Eli. Da hat dich schon wieder ein Fischi gebissen, ja? Ja, hier war eine Fliege, so wie ich sehe. Wir fangen hier die ersten Kriebelmücken kommen hier schon wieder an. Jetzt es geht los, Eli. Da musst du aufpassen, du Perverser. So, Milchprodukte, Käse, Quark natürlich, Joghurt. Und das ist natürlich ganz wichtig. Du hast schon wieder die Lunte draußen, Eli, so kann ich dich doch nicht auf Kamera präsentieren. Überleg doch mal, was du da machst, Eli. Das ist auch pfui.
Das kennst du die mit selbstgemachter Marmelade. Das ist auch so ein Ding, natürlich. Ja, habe ich ungefähr, na jetzt sind es nicht mehr 200, meist habe ich schon aufgegessen. Vieles, Entschuldigung. Sind vielleicht noch 170 Gläser von der letzten Saison zumindest, die ich noch habe. Und das ist eigentlich so eine Hauptnahrungsmahlzeit für mich. Marmelade, eingekochte Früchte, ne? Nicht bitte verwechseln die Menschen, die eine Marmelade aus dem Marmeladenregal in der Kaufhalle kennen. Ja, das heißt Zuckerpansche. Ich rede hier von einem eingemachten Obst. Ich nenne das Marmelade, ich könnte es aber auch Früchtebrei nennen. Ja, dann wird es vielleicht gesünder klingen, ich weiß es nicht. Aber das schmiere ich überall rein und ebenfalls bei Eli. Ja, und wenn er seinen Joghurt, seinen Quark bekommt, natürlich immer mal mit Marmelade. Ja, das ist auch so ein Klassiker. Also alle, wie gesagt, Milchprodukte gemixt mit einer Frucht immer ganz gern ist das. Ne? Jo, dann habt ihr mal so einen kleinen Eindruck vom Speiseplan im Detail erhalten, was ich, also quasi alles, ja, kannst du sagen, was ich esse, ist doch Eli. Und genauso vielseitig wie das Essen ist, ist es für mich auch tatsächlich wichtig, aufgrund jener Touren halt natürlich, dass er hier auch tatsächlich international multikulturell, das heißt unkompliziert ist. So wie ich es auch tue. Es ist immer das Gleiche. Ja, was ich, macht auch der Hund. Logisch. Also für mich ist es zumindest so. Denn persönlich muss ich sagen, empfinde ich das eher als fast schon nicht nur intolerant, sondern auch schon blamabel, ja, irgendwo. Und vor allen Dingen, das ist eigentlich das Wichtigste, enorm selbstbeschränkend. Wenn ich hier irgendwo eine ellenlange Liste hätte mit irgendwelchen Sachen, die ich an Nahrungsmitteln nicht essen könnte oder wollte, würde... Ergo, natürlich auch der Hund irgendwo nicht, denn das macht ja riesen Umstände, um nicht zu sagen, damit kannst du überhaupt gar keine Touren in anderen Regionen gewährleisten, denn Nahrungsmittel, na, damit steht und fällt dein Leben quasi. Das heißt, auf meinen Touren sind wir unterwegs in unterschiedlichen Klima- und Vegetationszonen und da habe ich den Anspruch, dass sowohl an mich selbst natürlich, das heißt der Mensch, als auch der Hund, alles Mögliche oder so viel wie nur möglich ist, um nirgendwo einen Mangel zu haben. Das heißt, dass uns natürlich auch in anderen Regionen das Essen bestmöglich schmeckt. Das ist nicht immer gewährleistet, aber wir tun unser Bestes Mögliches dafür, mit halt jener Aufgeschlossenheit, als auch, dass wir woanders natürlich auch keinen Nährstoffmangel haben. Das kann nicht sein, dass ich in ein anderes Land fahre und ich, weil ich irgendein Gericht bestimmt nicht esse, wo vielleicht der Nährstoff wichtig drin ist, den ich bräuchte, kriege ich nicht, bloß weil mir das aus irgendwelchen... Ne? Es gibt immer irgendwo etwas, was uns nicht schmeckt und das betrifft uns tatsächlich beide. Ne? Das ist nicht immer gleich, manchmal ist es auch verschieden, aber so im Großen und Ganzen. Ja. Jedes Land hat halt seine eigene Küche und für uns ist quasi jede irgendwo willkommen, um uns, wie gesagt, nicht irgendwo einschränken zu müssen, weil es, wie gesagt, nicht anders wäre. Ja. Es ist möglich, wenn man jetzt sagt, man macht einen Hotelurlaub. Ich weiß nicht, gibt es überhaupt Menschen, die ihren Hund mit in einen Club- oder Hotelurlaub nehmen? Das geht das überhaupt? Ich habe keine Ahnung, das habe ich noch nie gemacht. aber dann kannst du, ne, wenn du kannst ja irgendwo Ansprüche stellen, ne, an den Reiseveranstalter und sagen, ja, ich möchte jetzt mein Schwarzbrot haben, auch wenn wir in Afrika sind. Ja, kannst du machen. Aber nicht so, wie wir reisen. Wir passen uns dem Land an. Wir nehmen das, was regional ist. Ergo, ist es leider auch schon vorgekommen, dass uns am Zoll das Hundefutter abgenommen wurde, weil ich es nicht importieren durfte. Ja, da hat denn auch das bestmögliche Versteck nichts funktioniert. Sollen wir jetzt nicht drauf eingehen, auf dieses kleine Geheimnis, da muss ich schon zu viel lüften. Aber das muss man immer einkalkulieren. Ja, also ich, seitdem ich das erlebt habe, rechne ich damit zumindest, wenn nämlich denn Eli sein gewohntes Futter plötzlich weg ist, muss er trotzdem fähig sein, irgendwas anderes zu essen. Und wenn ich ihm das von Geburt auf an bereits antrainiert habe, das ist meine Erfahrung zumindest, dann habe ich einen Hund, der auch woanders, unter anderen Umständen, mal anderes Futter isst, ohne irgendwelche Probleme damit zu haben. Und den haben wir jetzt hier schon, guck mal, Ila, hier sind noch ein paar, die letzten. Hey, Zwicky! Jetzt haben wir das nämlich ja schon gesehen. Die vermeintlich giftigen Nahrungsmittel.
Ja, hier würde ich mal ganz kurz etwas zu sagen. Gibt es auf meiner Webseite einen entsprechend längeren Beitrag auch zu, wo ich alle mal erklärt habe und ein Statement abgegeben habe. Worum geht es da wissenschaftlich? Also was hat es damit auf sich? Warum ist es giftig? Und der Versuch am Hund. Ja, wie gesagt, aufgrund jener aufgeschlossenen Art und Weise. Denn alle menschlichen Gerichte hier zu essen, heißt auch praktisch fast ohne Ausnahme. Und das heißt, ich koche auch nicht speziell für den Hund. Das kommt vor, wenn ich eine Morrosuppe mache, weil ich die nicht selber esse mit dem Geflügelanteil. Ja, warum auch? Ich habe ja keinen Durchfall in dem Moment. Der Hund auch nicht, aber wenn ich sie, wie gesagt, prophylaktisch für einen Fall der Fälle einkoche, das ist etwas, dann koche ich speziell für den Hund. Aber das kommt sowas von selten vor. In der Regel koche ich halt für mich. Oder anders gesagt, ich koche für uns und wir essen es halt beide. Ergo, ich würze meine Speisen mit den Gewürzen als auch mit Kräutern entsprechend. Und das ist alles der Hund. Ja, und hier weiß ich, jetzt geht's los, wir sind in dem Bereich, wo ich sage, vermeintlich ungesunde oder gar giftige Nahrungslebensmittel, wie auch immer, heißt es ja, Hunde dürfen keine, sollten keine Gewürze essen, weil sie einen empfindlichen Geruchssinn haben. Den empfindlichen Geruchssinn haben sie ohne Frage. Ja, Eli hat eine Million mehr Geruchsrezeptoren wahrscheinlich als ich. Das ist, merkst du ja auch sofort, wenn irgendwas ist, gleich was Schiefes in der Nase. Ja. Aber so sehe ich das zumindest und so sehe ich auch die Erfahrung beim Hund. Wir essen nicht mit der Nase. Auch wenn die Nase von ihm tief da drin hängt, ja, und sie immer Nessen auf der Nase hast, zieht er sich durch den Rachen rein. Und hier muss man sagen, verträgt er auch das, was ich ihm offeriere. Das heißt, genau die gleiche Speise in der gleichen Würzmischung mit den gleichen Kräutern ist auch der Hund. Für alle, die da jetzt schon, kann ich nur empfehlen, also wer es vielleicht gesehen hat, dem brauche ich es gar nicht mehr sagen, aber ich bin der Meinung, die sagen, das kannst du nicht machen, die dürften es noch nicht mitbekommen haben, dass beispielsweise Straßenhunde in Südostasien die weggeworfenen scharfen Gemüsesoßen, und da rede ich hier vom roten und grünen Chili, der praktisch fast überall dort drin ist, essen. Das essen die wildlebenden Hunde in Südasien. Also könnte man jetzt sagen, okay, das sind die wildlebenden Hunde aus Asien. Aber ich hatte es dir gerade erklärt, mein Hund ist auch ein südostasischer Hund, wenn wir in Südostasien sind. Ganz einfach. Und hier muss man sagen, Eli, wenn ich mir eine mache, das kommt leider aktuell nicht mehr so selten vor, weil mir die frischen Zutaten fehlen. Die letzte ist jetzt schon fast ein Jahr her, muss ich feststellen, wenn ich gerade kurz dran denke. Ja, doch, war wegen den Garnelen. Da bin ich nicht mehr, die hole ich nicht mehr. Ist aber Eli natürlich auch eine Tom Yam Gung. Es ist kein Problem. Wer die nicht kennt, ist mit einer entsprechend der Chili-Note natürlich schärfsten Suppen in Südostasien. Und ähnlich wie ich empfindet auch der Hund diese Suppe scharf. Ja? Das heißt, aber jetzt kommt es. Er könnte in diesem Moment aufhören zu essen. Der ist ja nicht blöde, denn er isst auch andere Sachen nicht weiter. Ja, also nicht, dass man jetzt denkt, es ist eine gnadenlose Fressmaschine und er zieht sich rein, nur weil er fressen muss und du bist jetzt einfach böse, weil die Situation ausnutzt. Wer sowas sagt, hat keine Ahnung, zumindest nicht von meinem Hund. Der Hund differenziert durchaus, wenn er etwas nicht mag, dann lässt das stehen. Dann ach, da hab und hast nicht sehen. Es schmeckt ihm, weil ich es natürlich auch zubereite. Mir schmeckt sie ja auch, ja? Aber ich mag auch diese Schärfe und die muss der Hund dann einfach mitnehmen, ganz einfach. Und was passiert? Genau das gleiche wie auch bei mir. Trinken. Ich weiß natürlich, ich darf nicht trinken, weil es wird nicht besser hinterher. Lieber ein Stück Brot beißen, ja, was auch immer, aber das mache ich auch nicht. Also löffel ich hinter, ich bin hart, ich muss da durch. Aber Ile, das kann ich auch verstehen, würde jeder andere, würden viele Menschen zumindest auch machen, sofort an den Wassertrog ran. Was ja auch mal wichtig, sagte ich ja, frisches Wasser sollte immer bereitstehen. Sofort ran und dann zieht er sich dann rein. Ne? Und was gibt es für Konsequenzen hinterher? Keine. Es gibt keinen Durchfall. Ja? Es gibt natürlich zur Suppe in diesem Fall, die ist ja nicht das Einzige. Ich sagte ja, nur von der Suppe wird der Hund nicht satt. Das wäre auch wenig, denn es ist immer noch on top. Immer dran erinnern, alles, was ich esse, plus den industriellen Krempel, je nach Gericht halt. Ja? Und ja, bei Südostasien haben wir natürlich den Reis noch bei, logischerweise, und das Hühnchen in dem Fall, oder bei der Suppe waren es die Garnelen. Und dann gibt es noch einen Teil von der Dose meistens. Und wenn ich das so verfüttere, gibt es keine Konsequenzen für den Hund.
Absolut rein gar nichts. Und nicht, wie man sich vielleicht vorstellt, er wälzt sich irgendwie mit Magenkrämpfen stundenlang irgendwie in der Ecke, kann nicht ruhig schlafen, bricht oder hat riesen Durchfall, was ich nicht alles schon gehört habe. Das kann ja alles sein, ich möchte das auch gar nicht abstreiten, aber ich habe es noch nie gehabt. Ergo werde ich so verständlicherweise auch weiterfüttern. Ne? Zumal ich davon ausgehe oder ich es auch so sehe, dass die Magensäure vom Hund natürlich deutlich aggressiver ist als die von uns Menschen. Das heißt, alles, was da reingeht, wird natürlich nachweislich deutlich schneller verdaut. Das heißt, die Hunde haben, wenn sie Probleme mit irgendetwas zu sich haben, diese deutlich kürzer als wir. Ja, wir wissen wir ja selber, wir können mitunter die ganze Nacht lang nicht schlafen, wenn wir schlechtes Gewissen haben. Da geht es den Tag ist noch im Arsch. Vielleicht kriegen wir sogar 3 Tage unseren Hintern nicht mehr hoch. Beim Hund ist das ja innerhalb von 3 Stunden schon wieder draußen, was er vorher reingeschoben hat. Und dann ist die Sache weitestgehend los. Ne? Das heißt, bei einem Hund auch noch besonders sensibel oder penibel zu sein, was die Verfütterung von speziellen Sachen angeht, das ist ja noch verrückter. Da sollten wir vielleicht eher bei uns Menschen mal anfangen. So zumindest meine Meinung. Ja? Also so viel zu diesen scharfen Gerichten. Und denn das, was ich jetzt hier schon die ganze Zeit verfüttert, die Rebe ist fast leer jetzt. Ja? Weintrauben. An welchem Wirkstoff es genau liegt, dass so ungefähr 30% aller Hunde bei der Gabe von, sagt man, 10 Gramm Beeren pro Kilogramm Körpergewicht, beziehungsweise auch trocken denn halt in 3 Gramm Rosinen, mit Erbrechen, Durchfall, Apathie, Appetitmangel, veränderten Blutwerten, hier Calcium, Phosphat, Kreatinin, Harnstoff und so weiter, Dehydration, Nierenversagen bis hin zum Tod sogar reagieren. Dass das passiert bei, wie gesagt, angeblich laut Statistik 1/3 aller Hunde, weiß man nicht. Ne? Möglicherweise ist es die Tannin-Intoleranz. Die habe ich nicht gekriegt, Eli. Du musst dich kümmern. Eine Mücke, Eli. Hier ist die Fliege. Such. Ist es die Tannin-Intoleranz? Ist es eine Belastung vielleicht jener Früchte der Weintrauben mit Schwermetallen, den Pestiziden oder Pilzgiften, was ich nicht für ganz unwahrscheinlich halte? Ja? Oder vielleicht auch zu viel Zucker oder Vitamin D oder irgendetwas anderes. Man weiß es schlichtweg noch nicht. Zumindest ist das, was ich den Stand noch habe. Wenn jemand einen aktuelleren hat, immer gern reichen. Ja? Warum sind Weintrauben für einige Hunde nicht so gut? Aber jetzt kommt es wieder. Es gibt, das ist auch kein Geheimnis, schaut euch mal mitunter die Hunde von Winzern an, die den ganzen Tag durch den Stock laufen. Da würde ich sagen, was eine Rebe? Wisst ihr, was da alles unten liegt? Beziehungsweise, was denn nicht mehr unten liegt, nachdem die durchgegangen sind? Ja, die ziehen sich, die haben hier die besten Früchte schon vor der Gärung durchgezogen. Ja, und nichts. Und genau so ist es mit Eli, beziehungsweise war es. Und das muss ich jetzt sagen, ausnahmslos mit allen Hunden, die ich jemals in meinem Leben hatte und damit auch andere Rassen als der Weimaraner. So, hatten noch nie Probleme mit Weintrauben. Und dennoch, jedes Mal, wenn ich eine Weintraube verfüttere und das in der Öffentlichkeit tue, ich mache das jetzt extra provokativ, guck mal, Iginchen, und nicht nur eine, sondern wie gesagt eine ganze Rebe, ne? Gibt es jemanden, der genau damit kommt, der nicht einfach nur sagt, Weintrauben sind schädlich, das dürfen die Menschen ja durchaus sagen, es ist kein Problem, sondern der mich dann als verantwortungslos dem Tier gegenüber hinstellt. Und da, ihr könnt euch jetzt vorstellen, was kommt von mir, mein Standardspruch, das ist schlichtweg dumm. Wenn ich keine Ahnung habe und das andere Tier nicht kenne, jenes bevormunden zu wollen und dem Besitzer irgendwas anzudichten, obwohl er sehr genau weiß, was er da tut, das ist schlichtweg dumm. Ja. Möglicherweise, wie gesagt, gibt es welche, die ganz schlechte Erfahrungen gemacht haben. Das will ich auch gar nicht abstreiten. Aber ich habe sie nicht gemacht. Noch nie. Sollte das eines Tages mal vorkommen, dass das so ist, dann würde ich das dokumentieren. Selbstverständlich habe ich auch gar kein Problem damit. Natürlich zur Hilfe auch alle anderen. Aber es ist ja auch nicht so, dass ich meinem Hund jetzt, als ich damals, das fängt wie gesagt von klein auf an, ich gebe einem Welpen keine Rebe, verständlicherweise. Ich lasse ihn an der Weintraube knuspern, da beobachte ich ihn, gucke mir an, ist auch alles gut. Nochmal eine, am nächsten Tag sind es 3, dann sind es mal 5. Wenn es keine Reaktion gibt,
kriegt er das sein Leben lang weiter. Und die Zuschauer bei einer Abenteuerreportage wissen, jedes Mal, wenn ich irgendwo einkaufen gehe, weil wir auf Durchreise sind und ich nehme mir eine kurze Rebe, hänge ich mir oben einen Innenspiegel vom Auto, wie, was läuft ab? Eine für mich, eine für Eli. Eine für mich, eine für Eli, bis die Rebe leer ist. Und das machen wir jetzt seit 10 Jahren, mit Eli zumindest. Ja? Also fast, ich sage nicht ganz, aber. Ne? So viel zum Thema Weintrauben. Was will ich damit sagen? Bei dem einen kann das, bei mir war es noch nie. Ähnliches Ding. Avocados. Ja? Hier ist es das Persin, was hier zu Herzmuskelschäden führen und damit auch natürlich zum Tod kann. Sagt man zumindest. Also auch hier will ich mich nicht über lustig machen, aber ich lache deswegen, weil ich es auch noch nie hatte. Und auch das haben wir genauso live verfilmt. Ja? Wo war es gewesen? Ich kann mich daran erinnern, in Östersund. In Östersund habe ich morgens auf dem Parkplatz vor Hilleberg gewesen, auf dem Dach vom Schweden. Zwei Avocados auf, die waren super weich gewesen. Die waren richtig lecker. Hat, glaube ich, anderthalb. Über eine? Ich weiß gar nicht mehr, wie viel. Aber Ile hat eine ganze Menge davon abbekommen. Ja? Ile hat das meiste, glaube ich, sogar gegessen von der Avocado. Ja? Ja, also Avocados gibt es nicht jeden Tag. Kann ich mir auch nicht leisten und sind bei uns eh nur unreif. Ne? Aber wenn ich sie irgendwo bekomme, bekommt Ile wie alles konsequent ungefähr die Hälfte davon ab. Pilze. Ne? Das ist so ein Ding. Sollen ja für Hunde auch toxisch sein. Und witzigerweise muss ich das Ila gar nicht sagen. Also ich muss ihm auch gar nicht servieren, brauche ich nicht, weil er sie nicht anrührt. Konsequenterweise geht Ila an keinen Pilz ran. Egal, was ich für einen serviere. Frische, zubereitete, wie auch immer. Ganz, ganz selten war es, dass ich in Schweden frisch gepflückte Pfifferlinge, die ich zuvor in Butter gedünstet habe, er sie gegessen hat. Aber da machen wir uns nichts vor. Das wird wegen der Butter gewesen sein. Ja, wegen der lecker schwedisch-salzigen Butter vor allen Dingen. Aber das ist auch schon länger nicht mehr gewesen, da ich schon länger keine mehr gefunden habe. Und ansonsten, die Champignons auf der Pizza, meine selbstgemachte, die kann er nicht runtersuchen. Also könnte er schon, möglicherweise, aber die sind ja auch untergebettet. Ja, Champignons sind hier oben, das ist erst der Käse, dann kommt die Ananas. Und Champignons liegt ja direkt auf der Tomate drauf. Ja, ja auch das Nachtschattengewächs. Ja. Ist da also mit, ja, ohne Konsequenzen. Aber man sagt, sie sind zumindest toxisch irgendwo. Ich weiß, dass von Ilas Vorfahren, ist es so gewesen, aus dem Stall, hätte ich fast gesagt, aus dem Zwinger, wo er kommt, sind eine, ich überlege die ganze Zeit, ist es sogar noch aus seinem Wurf gewesen? Bin mir nicht ganz sicher, oder war es der Wurf vorher? Na, jedenfalls kamen Italiener aus Sizilien und haben sich zwei Weimaraner aus Ilas Zwinger geholt. Ich glaube, der zweite war, da war Ila schon in dem Wurf drin. Das ist ja auch egal. Jedenfalls haben sie die geholt, statt der Schweine. Denn das Problem bei der Trüffelsuche ist gewesen, dass die Schweine die Trüffel aufgegessen haben wohl. Angeblich haben sie erzählt, wenn sie die gefunden haben. Aber der Weimaraner hat sie nicht angefasst. Und die Nase von Weimaraner, haben sie gesagt, ist genauso gut wie die von den Schweinen. Also das ist also der praktischere Pilzsucher, der frisst dir nicht weg, was du findest, ja, wenn du irgendwie einen Trüffel zumindest hast. Ja, also es, ich weiß es nicht, ja, wo es damit auf sich hat mit der Toxizität bei den Pilzen, aber sagt man, ist so nicht für Hunde, aber wie gesagt, selbst wenn ich sie ihm unterjuble, auch ohne Konsequenzen, so ähnlich. Ne, Eli, komm mal rein hier. Eli, rein, das war nur die Ente, jetzt bist du spitz, ja, geh mal rein. Ne, ab jetzt, Eli. Hopp, die rein da mit dir. So ist sie fein. Nüsse, ne, ist sein eigentlich alle möglichen. Erdnüsse, Walnüsse, Haselnüsse. Das sind ja Cashewkerne, sein absoluter Liebling. Ne? Aber an eine Nuss geht er nicht ran. Und das ist nämlich die, die auch giftig sein soll für Hunde. Die Macadamia-Nuss. Ja. Da sind sie Cyanogene bzw. Glykoside. Sagt man. Ja, und das finde ich ganz interessant, wenn ich das jetzt mal zusammenziehe. Ja? Die Pilze sollen toxisch sein, geht da nicht ran. Die Macadamia-Nuss soll giftig sein, geht da nicht ran. Dem gegenüber stehen allerdings, die Avocado soll giftig sein, geht da super ran. Die Weintrauben sollen giftig sein, geht da super ran.
Ja, was sagt uns das? Man kann nicht mal sagen 50-50, denn Eli isst mehr von den vermeintlich toxischen Sachen und bekommt ihn wunderbar, im Gegensatz zu denen, wo er nicht rangeht. Und wenn er nicht rangeht, dann füttere ich es ihm auch nicht. Ich zwinge ihn ja nicht, um zu gucken, fällt es jetzt um oder nicht. So einen Schwachsinn mache ich nicht. Nicht, dass jetzt einer falsch versteht. Wenn ich sehe, mein Hund hat Interesse an dieser Nahrungsquelle, dann serviere ich sie ihm auch. Das wäre genauso wie bei einem Menschenkind. Würde ich genauso machen. Ja, wenn das Kind sagt, ich möchte heute, was weiß denn ich, mal die Blüte essen von der bunten Blume, die da hinten steht. Und ich sage mir, und ich weiß, die Blüte ist gut. Ja, also ist jetzt nicht schädlich, giftig irgendwo. Dann sage ich, na, beiß doch rein. Ist doch kein Problem. Ja. So läuft das beim Hund dann quasi zumindest bei mir auch. Ja. Grundsätzlich verfüttere ich keine verdorbenen oder schimmeligen Nahrungsmittel, die logischerweise bei Hunden genau zu Lebensmittelvergiftung führen würden, wie sie es auch bei uns Menschen tun. Ja. Ich füttere also nichts, was ich nicht selber essen würde. Das dürfte jetzt, glaube ich, ganz gut rübergekommen sein, denn mein Hund ist kein Müllschlucker. Für sowas habe ich einen Kompost. Ja, und da muss ich sagen, würde Ila gar nicht rangehen, weil das ist nicht sein Niveau. Der würde in Afrika würde der glatt verhungern, definitiv, weil da würde wahrscheinlich die eine oder andere den Menschenstuhl irgendwo Kot essen. Ja, aber an Kompost, Ila ist kein Komposthund, das haben wir schon mehrfach ausprobiert, da hält er sich Abstand von. Ja. Das heißt also, meine Hunde sind mein Essen. Was ich zubereite, was ich einkaufe, was ich serviere, was auch immer, von Welpenalter an gewöhnt. Ja, das bedingt jetzt natürlich, dass ich den Hund von kleiner Farbe, das ist meine bevorzugte Wahl für Hunde, weil ich sie denn super entsprechend an die Bedingungen, die späteren Einsatzbedingungen anpassen kann. Von klein auf funktioniert das immer alles wunderbar am besten. Das heißt, ein aufgeschlossener Halter, der dem Hund auch irgendwo etwas vorhat, ist, der wird auch in der Regel, wenn eine entsprechende Bindung vorhanden ist, den Hund auch dazu bekommen, jenes nachzuessen. So hat das bei mir immer gut funktioniert. Ein Hund, das muss man dran denken, ist kein Menschenkind, was nämlich rummäkeln kann und dann weiß, Mama, ich esse die Karotte nicht, dass er irgendetwas anderes bekommt. Das kann der Hund ja nicht wissen. Ja? Selbst wenn er noch so klug ist, kann ich die Sachen ewig stehen lassen. Irgendwann muss er sie essen und anrühren, weil er gar keine Wahl hat, weil das Hunger viel zu groß ist. Und dann stellt er fest, es war gar nicht so schlimm. Und beim nächsten Mal geht er möglicherweise freiwillig ran. Ja? Das heißt, man sollte das hier nicht mit einem Mensch vergleichen. Oder wir hatten das ja schon mal. Absurde Vergleiche wie möglicherweise mit Wölfen. Ja? Lässt sich, das muss man allerdings sagen, der Besitzer des Hundes von jenem bevormunden oder ist der Besitzer selbst sogar auch noch besonders wählerisch, was das Essen angeht, ja, dann wird natürlich auch nur noch der Hund ganz wenig Spezielles irgendwo essen und bevormundet damit dann wieder natürlich indirekt den Menschen, ihm doch bitte schön genau das zu servieren, was er haben möchte und damit hat sich, wie immer natürlich, der Mensch seine Probleme selber hausgemacht. Na, an einem mäkligen Hund, das ist zumindest grundsätzlich, sagt man ja, du, ne, so, der Herr, so ist Geschirr. Ich gucke mir den Hund an und kann auf den Menschen Rückschlüsse ziehen. Und einem mäkligen Hund erkennt man mitunter auch dessen Besitzer und natürlich auch entsprechend umgekehrt. Und da muss ich zumindest sagen, für meinen Teil möchte ich so etwas nicht im Leben haben, weil ich ziemlich offen und tolerant lebe, weil ich damit sehr verträglich bin mit meiner Umwelt, die sich natürlich an meiner Wahrheit stören könnten, die ich ihnen offeriere. Ja, das ist ja eine Sache. Aber zumindest, ne, wenn mich zum Beispiel jemand einlädt, essen, da wissen sie, ach, Dominik ist alles, da brauchst du gar keine Sorgen machen. Ich freue mich auch tatsächlich über alles. Ich habe keine Listen. Genauso freue ich mich darüber, dass mein Hund genauso ist. Dass alle Hunde, die ich bis jetzt jemals hatte, die ich selber aufgezogen habe, genauso tolerant sind, was das Essen angeht. Und glücklicherweise, das muss man auch dazu sagen, keine derartigen Krankheiten oder wie eingangs erwähnte Unverträglichkeiten in jenem Maße haben, wo ich mir Sorgen machen müsste und dass ich sage, es gibt nur das und das. Aber wie gesagt, das möchte ich hier nicht verallgemeinern, da kommen sicher viele Faktoren dazu. Das liegt am Tier selbst natürlich, als auch an dem Verstand des Besitzers, an dem Auswahlvermögen. Da ist ja jeder unterschiedlich. Ja? Und der eine, der greift mal halt ins Trübe und der andere nicht. Das steckst du nicht drin. Ja? Möchte ich also keinen Vorwurf machen.
bei dem einen läuft es bei dem anderen weniger. Und so ist das halt, was alle Dinge im Leben angeht. Ja. Und hier vielleicht noch einen letzten Punkt zu Fütterungsempfehlungen, ja, die jetzt nicht von mir kommen sollen, auch gewiss nicht sind, ja, denn ich sagte ja, ich habe das nur als Anhalt, als Beispiel gebracht jetzt, was für Eli betrifft, sondern ich rede von den Fütterungsempfehlungen, die auf einer Packungsbeilage eines Herstellers stehen. Ja. Hier mal eine Frage an jene, die sich unschlüssig sind. Wie viel soll ich meinem Hund denn von dieser Sache füttern? Ja. Mal die Frage, wenn ihr von einem Lebensmittelhersteller, ihr geht also in die Kaufhalle, richtig Supermarkt, ja, und kauft irgendeine Packung von irgendetwas. Und da steht drauf, ihr dürft von dieser Pizza nur 70% essen. Ja, die anderen 30, die müsst ihr eurem Nachbarn geben. Ja? Oder du musst 1,5 Pizzen essen, um satt zu werden. Würdet ihr euch daran halten? Vor allen Dingen, wenn ihr noch Hunger habt? Oder gegenteilig, wenn ihr schon eher satt seid? Beim Hund trifft das eher satt, eher weniger zu. Aber die Nummer ist doch... Ich würde sagen, vergesst diesen Quatsch jener genauen, akkuraten Fütterungsempfehlung. Ich sage das nämlich deswegen, weil ich halt jenes Buch mal wieder gerade gelesen habe, was mich daran erinnert hat, wo ganze Speisepläne abgedruckt wurden. So und so viele Karotten, so und so viel Gramm von dem, so und so viel Milliliter Öl von dem, so und so viel Knochen von dem, so und so viel Gramm von dem Fleisch. Ihr wisst ja, was ich von Rezepten halte. Ja, jeder Kuchen ist irgendwie anders und schmecken tut es trotzdem immer. Das ist ja das Wichtige daran. Ja. Und ich finde, dazu gehört auch ein gewisser gesunder Menschenverstand, um zu sehen, wie viel braucht der Hund. Ja. Und da sagst du, du schmeißt ihm das hin und heute ist vielleicht mal ein bisschen weniger, morgens mal ein bisschen mehr. Du isst auch nicht den ganzen Tag das Gleiche. Ja. Warum muss denn der Hund jeden Tag den gleichen Grammbeutel geben? Kann man natürlich machen, soll auch nicht verkehrt sein, um Himmels Willen. Aber es gibt Tage, wenn wir zum Beispiel auf Tour unterwegs sind, da ist der eine Vorrat mal schneller aufgegangen. Oder es gibt Tage, da sage ich, ah, wir müssen jetzt die Tüte heute noch leer machen, weil morgen kommen wir in den Bärengebiet und da will ich den Kram nicht mehr runterschleppen. Eli frisst es heute mal auf. Ja? Oder, oh nee, die Nudeln sind heute nicht geworden. Eli muss heute mal dreimal so viel essen, wie er sonst isst. Weil es der Futterverwerter ist. Was passiert denn? Ja, deswegen wird der Hund nicht gleich fett und deswegen magert er auch nicht ab. Ja, was will ich damit sagen? Gewisse Schwankungen im Ernährungsplan, davon, das hat noch niemanden irgendwie umgebracht, das sollte man nicht so, meiner Ansicht zumindest, nicht so genau nehmen. Wer es doch noch besonders penibel machen möchte, ja bitte ran, ja, warum nicht? Ja, wichtig, das ist es doch eigentlich, dass es dem Hund gut geht damit. Ja? Und da muss ich sagen, was Futter angeht und jetzt den Weimaraner, alle, die das wissen, das eigentlich, ja, also ich denke, die meisten dürfen damit konfrontiert sein, mit diesem Phänomen, wo ich ihnen sage, es ist ein Schwein, es ist ein Vielfraß, also Schwein ist untertrieben. Der hat, und das habt ihr ja gesehen, wir haben solche Geschichten gehabt, ja, wo ich mir sage, hey, Ila hat jetzt hier seine Dose, ja, da legen wir nochmal on top was drauf. Dann sind wir auf einer großen Veranstaltung irgendwie, ja, wo denn einer da sagt, ey, der Hund, der sieht doch ein bisschen hungrig aus, dann gibst du dem das Steak. Dann rennt sie, sagt sich, Ila, ey, geil, ich habe von dem ein Steak bekommen, gehe ich mal an den nächsten Tisch, haha, kriegst du noch 3 Würste weg, dann kriegst du noch ein Steak. So, dann kommt er zu mir und dann sage mir ich, ach, naja, warte mal, ich habe mir jetzt gerade eine Dose gegeben, da kann ich mir noch 3 Würste geben. So, und im Endeffekt geht er irgendwie so rum und dann kommt noch so ein riesengroßer Berg, wo ich mir sage, so, jetzt hat noch was über, vielleicht können wir mal gucken, was Eli noch zu kriegen kriegt, wenn es nicht so viel ist. Und dann sagen, ja, ich habe ihm schon gegeben, ich auch und ich auch. Ich sage mal alle die Hand hoch, wer Eli schon was gegeben hat. Ich will ihm sagen, Alter. Und dann geht Eli bloß noch so, ist so. Und das sind so Dinge, ja. Da platzt deswegen nicht. Ja, was will ich damit sagen? Dieses Schwein frisst, bis es umfällt. Das kannst du echt keinem anbieten. Ja? Du kannst, es geht eigentlich gar nicht, den Satz zu machen, will ich damit einfach nur sagen. Ja, das ist jetzt so eine typische Eigenart. Vielleicht hat einer von euch auch so ein Tier. Dann meinen herzlichen Glückwunsch dafür. Du kannst ihm anbieten, was du willst. Ja. In Ansprüchen Satz würdest du nie kriegen, im Sinne von, er kriegt nicht genug. Ja. Er ist quasi auf Vorrat. Ja. Und selbst wenn es nicht mehr geht, dann geht er natürlich raus und buddelt sich das hier ein. Das ist doch wohl logisch. Würde ich ihm jetzt 20 Knochen hinlegen, ja, dann nimmt er sich 5 Rinn und 15, die verbuddelt er in allen möglichen Ecken hier im Territorium von 400 Metern Umkreis. Auf dass er eines Tages nochmal richtig schön vergammelten Faul, die den Knochen rausholen kann, so ein super Aroma hat. Ja.
So viel also zum Thema nochmal nimmer satt. Schön, Ila, hast du mich wieder angehüpft hier. Wie sieht denn das aus? Jo, der letzte Punkt. Wir sind dann nämlich auch gleich durch. Hatte ich ja genannt, Punkt Nummer 5 hier. Wollte ich noch mal etwas zur Webseite sagen. Ich sag dir, nee, Eli, komm mal hier rein, du kleine Ratte. Komm rein hier. Kriegst du noch den letzten Träubchen? Was hältst du denn von dem noch? Ein super Träubchen? Eins? Da guckst du, Eli, ne? Da guckst du. Die kannst du jetzt alle leer schmackern, Eli. Oh, Vorsicht, dass sie runterrutschen hier. So. Eli ist natürlich nur auf Kommando, das ist wichtig. Ja? Also zumindest das Drahtkommando, wo er sieht, er darf auch. Ich habe kein Problem damit. Und jetzt denkt er sich natürlich, der Zahntropf, da sieht er sich aber Tropf schon. Er denkt sich natürlich, ich könnte, ist vielleicht kein Essen für ihn. Ja? Er hat also diesen gewissen Anstand, das ist ja für mich ganz wichtig. Das müssen wir vielleicht hier nochmal sagen, bevor wir jetzt den Abschluss machen. Mein Hunde essen, wenn ich es ihnen gestatte. Aus genau jenem Grund, weil ich auf dem Boden draußen lebe und es absolut fatal wäre, wenn der Hund mir an mein Essen ginge. Darüber gibt es auf dem Kanal schon 27.000 Nachweise, muss ich eigentlich gar nicht mehr sagen. Ich verweise hier mal zum Beispiel auf mein Video, was ich mal geredet habe mit dem Schinken. Ja? Es kann nicht sein, dass mein Hund von anderen Tourteilnehmern ihr Essen wegfressen würde. Das hat mit Lustig nichts mehr zu tun. Da ist der Tag am Arsch. Ja? Von daher sind meine Hunde so sozial erzogen, dass sie in einem vollbesetzten Kuchenbuffet eines 5-Sterne-Hotels, wo man in jeden Kuchen Schweinesteak, Nackenkamm und was weiß ich nicht ich alle, Blaubeeren, Mohrrüben, Rehohren auf dem Boden eines roten Teppichs ausbreitet und den Hund davor stellt, würde Eli Folgendes tun, was er jetzt auch genauso tut. In diesem Moment. Er guckt mich an. Er wartet ganz ruhig ab, setzt sich hin, hebt das Händchen und wartet, dass ich ihm das Go gebe, Eli. Jetzt kannst du den Futtischmack machen. Ja, da kommst du ran überhaupt? Eli, da musst du einen Hopp machen. So geht's nicht. Ne kleiner Trottel. Hopp, Eli. Na, hol ihr das, Fischi. Ja. Das ist wichtig für mich. Ja, das ist vielleicht nochmal abschließend, gehört ja auch zum Thema Nahrung dazu, dass der Hund nicht wahllos frisst, ja, ob er jetzt irgendwas vom Grill runternimmt, weil das wäre ja praktisch genau das Gleiche. Ich kenne Hunde, die räumen dir den Tisch ab, Tasi. Ja, das kannst du alles Futti machen, Eli. Und er fragt auch noch zweimal nach, ob er sich's wirklich nehmen darf, weil er sich schon sagt, Mensch, ist das wirklich alles für mich? Das seht er. Ja? Und das gehört für mich zum Thema Erziehung, aber ich muss das jetzt kurz mal, weil wir gerade bei Hundeernährung gewesen sind, ja, zu dem Punkt dazu. Ja, aber dann sind wir wirklich, was das Thema da angeht, durch und dann komme ich ja zum letzten Punkt. Ich bin schon von den Mücken ja völlig zerstochen heute. Die Webseite. Ich sagte ja, für alle, die das jetzt noch nicht wussten, ich habe, wie gesagt, jene große Webseite mal verfasst vor 10 Jahren zum Thema Weimaraner und darüber hinaus Hunde allgemein. Denn wie gesagt, es ist ein Beitrag jetzt, was die Ernährung angeht, nur ein Teil jener Webseite und gilt ja quasi für alle Hunde. Da gibt es noch weitere Berichte und ja, auf die verweise ich einfach, weil noch weiter darüber hinaus interessiert ist. Ja? Ich zähle mal kurz auf mit dem Hintergrund, dass es hier, hatte ich mich ja vorhin entschieden, noch spontan ein Folgevideo geben wird. Und zwar zum Thema meines industriell gefertigten Futters mit jenem Namen, ne, wo ich ja sagte, dieses Video lassen wir hier ohne Namen, damit bloß nicht irgendein Verdacht aufkommt. Ich versuche das im nächsten Video natürlich genauso seriös rauszubringen, aber wenn wir Namen nennen müssen, es ist auch Quatsch, habe ich mir überlegt, das wegzupixeln, denn meine Webseite ist voll mit solchen Bildern. Jeder weiß, was ich füttere. Es ist kein Geheimnis. Wäre blöd, wenn ich im Video jetzt, wisst ihr wie. Ja, ich mache mir da wahrscheinlich zu viel im Kopf. Aber da möchte ich etwas zu jenem Trockenfutter mal sagen, da ich alles durch habe von jenem Hersteller. Jetzt das letzte gerade aufgemacht, die Tüte. Und zwar das Arcana. Ne? Weil auch mit diesem Hintergrund und auch Origin, ursprünglich ein kanadischer Hersteller, aber jetzt leider im letzten Jahr übernommen von der Firma Mars. Ha,
Ja, wer weiß, der weiß, ja. Das ist ja mit quasi der Verbrecherkonzern wie Nestle und Co. Ich ahne da nichts Gutes mehr. Naja, und bevor sich da genau das bewahrheitet, was ich ahne, mache ich nochmal schnell ein Review dazu, würde ich sagen. Ja, dass Sie den letzten vielleicht mal was probieren könnten, wer daran Interesse hat. Das heißt, es ist zum Thema Arcana, würde ich nochmal etwas sagen. In dem Zusammenhang gibt es auf der Webseite auch einen Beitrag über Happy Dog. Sensibel. Da habe ich mal im Zusammenhang damals dieser Herausfindung mit der Tapete, ist schon etwas länger her, alle 12 Single-Protein-Sorten, ja, die haben mittlerweile teilweise einen anderen Namen, aber die Zusammensetzungen sind zumindest noch ziemlich ähnlich, mal durchgetestet, findet also, wer daran interessiert, auch etwas. Dann habe ich mal ein Review geschrieben über, oder ein Vergleich kurzzeitig ist gewesen, über Trockenfutter für aktive Hunde. Das heißt, habe ich da genommen das Arcana Sport and Agility, was ich hatte, das Happy Dog Sport und das Royal Canin Sporting Life. Hier das Endurance 4800 und das Trail 4300. Die habe ich mal drei gegenübergestellt und ja, das Resultat, was soll ich sagen? Ja, das würde jetzt auch schon, nee, das Resultat sage ich nicht. Lest euch selber durch, macht euch selbst ein Bild, sonst sieht es nur so aus, als ob ich hier irgendwas, ne? Und dann habe ich noch einen gemacht über rindfreies, was ich ja sagte, Nassfutter in Dosen. Hier habe ich bei mir einen regionalen, weil ich das ja auch aus der Nähe ran schaffen muss, wegen den Transportwegen mit meinem Hänger und so weiter. Das bestelle ich also nicht, das muss ich mir selber holen. Aus jenem Kiebitzmarkt, ja, vielleicht auch einen Kiebitzmarkt bei sich hat. Das sind die, wo es halt hier so ja, Futtermittel gibt für alle möglichen Tiere, Pferde zum Beispiel, ja. Da findest du halt dieses Premium und dieses High Premium, was ich an Ila verfüttere. Das ist das Nassfutter. Da findet er auch eine Übersicht über alle dazu und doch die Preise und meine Meinung so ein bisschen. Ja, und dann gibt es noch einen Beitrag grundsätzlich über Fertigfutter, über Misch- und Hausmannskost, über diese vermeintlich giftigen Nahrungsmittel. Das heißt, eine etwas längere Liste. Ich habe jetzt hier nur mal einen kleinen Auszug von denen. Hier sind noch zwei Träubchen, Eli. Willst du die auch noch haben? So, da findet ihr die vermeintlich komplette Liste. Wenn ihr was zu editieren habt, dann bitte immer rein gern in die Webseitenbeiträge, auf dass die Webseite vollständiger wird. Und jetzt ist wirklich die ganze Rebe wegverfüttert an Eli. Ja, das haben wir noch. Und dann habe ich dann noch ein Rezept über Morosche Mohrensuppe natürlich. Und darüber habe ich schon mal ein Video gemacht. Verweise ich hier, gibt es bereits ein Anleitungsreview über die weltweit bekannte. Und die kann ich immer auch wieder nur empfehlen. Morosche Mohrensuppe bei Durchfall. Als Pendant quasi ein Rezept über meine selbstgemachte Welpenmilch. Auch da habe ich etwas, einen Beitrag geschrieben. Und in diesem Zusammenhang erinnere ich vielleicht auch nochmal, wer das noch nicht wusste, wer noch neu ist auf diesem Kanal, Eli möchte gern, wir möchten gern Nachwuchs haben. Na, ich habe dazu ein Video gedreht, wer stolzer Besitzer, Eigentümer einer Weimaraner Hündin ist und mehr an dem Wohl seiner Hündin als an Geld und Zeit interessiert ist und gleichzeitig auch nochmal Nachwuchs haben wollte. Für den dürfte dieses Video interessant sein. Ja? Und dann bin ich jetzt quasi durch. Dann haben wir das Ganze abgefrühstückt, alle 5 Punkte, alles, was mir wichtig war zum Thema Hundeernährung, habe ich hier hoffentlich halbwegs sachlich, fachlich, kompetent, lustig wie immer rübergebracht. Auf dieses eine Video, was ich zu diesem Arcana würde ich in jedem Fall noch machen, bin ich jetzt spontan gekommen, wie gesagt, weil ich da schon eine Sequenz fertig gedreht habe und ich halte das schon doch für interessant, möglicherweise für den einen oder anderen. Ohne Werbecharakter versuche ich das, ja, soweit es geht, ist immer schwierig. Ja. Aber dieses Video war ja das. Und wenn ich das jetzt hier mal so zusammenfassen darf, ganz kurz, ist das Wichtigste, ja, was man vielleicht hier mitnehmen sollte, bei den Menschen, Hundehaltern, bei denen alles läuft. Ich sage jetzt nicht, dass die Tiere, wie eingangs erwähnt, hier bei Ila, ja, mit 5 Leute Schlauchboot gegen den Strom hoch, in Wildwasser 4 paddeln, 80 Kilo im Hänger ziehen und Klettensteifen und hier Springturm machen und was weiß ich, auf den letzten Kilimanjaro die Bergmacht noch überholen und so weiter. So, das ist Ila. Das sollte man bitte schön nicht vergleichen. Ila hat ein ganz anderes Leben genossen als der Durchschnittshund und auch eine ganz andere Ausbildung in Erziehung. Aber wenn es bei euch dennoch läuft für eure Verhältnisse,
Ne? Das heißt also, ihr seid mit eurem Hund zufrieden und das ist eigentlich noch viel wichtiger. Der Hund ist mit euch zufrieden und natürlich mit seinem Futter. Darum geht es ja. Das heißt, der Hund ist gesund. Ihm fehlt es an nichts. Ach, ich will jetzt gar nicht kommen mit solchen Sachen wie, oh, glänzend ist toll, toller Stuhl und super Duft und wisst ihr hier, ja. Nicht die Hummel, Eli. Nein, nein, Eli, nicht die Hummel. Diesmal, das war aber eine echte. Ja, in jedem Fall. Wenn das alles so läuft, hier, Bombe, dann habt ihr vielleicht in diesem Video, weiß ich nicht, ich hoffe, ich konnte dennoch was mitnehmen. Oder es war mindestens unterhaltsam. dann müsst ihr, was will ich damit sagen? Dann müsst ihr auch nichts ändern. Genauso wenig wie ich. Warum sollte ich was ändern? Never touch a running system. Es läuft bei uns. Die Hunde sind top, gesund, sie leisten was, sie sind glücklich, froh und haben ein Leben, sieht er ja, ja, bis der Vogel piept. Da muss ich also auf keinen Rat der Welt, ich brauche keinen Hundelehrer, ganz im Gegenteil, die Leute sind eher zu mir gekommen und haben gesagt, Dominik, kannst du mal, machst du mal, und ich hatte dazu schon mal was gesagt. Ja. Das ist alles gut. Aber die Menschen, die vielleicht offen genug sind, dass sie ihre Probleme erkannt haben, die sie da offensichtlich oder vermeintlich, vermutlich haben, ja, hoffe ich, dass ich vielleicht mit diesem Video irgendwo eine kleine Inspiration bringen konnte oder vielleicht auch irgendeinen Teil rüberbringen konnte, den sie noch nicht beleuchtet hatten. Dann würde mich das natürlich freuen, weil das wäre denn der Antrieb. Ich habe das Video jetzt nicht zusammen, diesen ganzen Aufwand betrieben, um mich hier irgendwie zu profilieren. Das habe ich überhaupt nicht nötig. Ja? Kann man sich mal vorstellen. Die Webseite besteht seit 10 Jahren. Seit 10 Jahren steht das bereits online, was ich euch jetzt hier erzählt habe. Ja? Also wenn ich es mir um wichtig machen ging, dann hätte ich vor 10 Jahren schon machen müssen. Also, das ist jetzt tatsächlich, soll als Hilfe dienen und weil ich natürlich nachgefragt wurde bezüglich dessen, ja, und ich hoffe, dass es denn auch fruchtet, ja, ich möchte damit niemanden bevormunden, ich hoffe, dass ich hier niemandem zu nahe getreten bin in seiner persönlichen, ich kann mich nicht entsinnen, dass jemand angefeindet hätte oder so, ja, ich war kritisch beim Thema Barfen und bei der Futtermittelindustrie, daran kann ich mich sehr wohl ja, aber das beruht nur mal auf meinem Verstand, kann ich nicht abschalten. Wer gegen den was hat, naja gut, da muss ich sagen, da wäre ich auf diesem Kanal sowieso falsch. Ja, also von daher hoffe ich, dass dieses Video eine Hilfe war für all jene, die sie gebraucht haben und für alle, die gesagt haben, Mensch, bei Dominik läuft das und bei mir auch, wir machen alles richtig, denn was wenigstens eine Bestätigung, ja, dass wir noch mal ruhiger schlafen können, als sie es eh schon tun. Auf dahin bedanke ich mich auch bei Eli. Komm doch mal hoch, Eli. Zimtirimp, Eli. Zack, ja. Yeah. Das Schlusswort müssen wir sprechen. Wie siehst du denn aus? Du warst irgendwo im Gebüsch drin, Eli, ne? Dann bedanken wir uns auch bei Eli, dass er uns so tapfer begleitet hat, in dem Fall bei dem Video. Ist ja eine ganze Weile gewesen. Dass er alles schön fleißig, wie immer natürlich, aufgegessen hat, Eli, ne? Ein super Schmackhotel hast du gehabt. Und ich wünsche mir für euch natürlich, dass eure Hunde möglichst gesund sind, dass sie möglichst wenig von jenen Futtermittelunverträglichkeiten, Krankheiten und so weiter haben. Und sollte es aber leider dennoch der Fall sein, wie gesagt, denkt vielleicht einfach mal drüber nach, was ich gesagt habe. Und vielleicht findet da einen Antrieb, da etwas zu ändern. Dann wäre das schön. Und wenn ihr irgendwelche Vorschläge habt, was ich, an dem Video kann ich jetzt nichts mehr ändern, aber was die Beiträge der Webseite angeht, dann immer schön rein und am besten direkt auch in den Beitrag Kommentarfunktion. Ja? Und dann werden wir das auch entsprechend anpassen, wenn ich es für sachlich, fachlich kompetent oder mindestens erheiternswert halte. Auf dahin bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit und wünsche euch mit euren Hunden in jedem Fall ein möglichst langes, gutes, gesundes Leben. Den Hunden immer einen schönen, guten Appetit. Passend zum Video. Und euch grundsätzlich viel Spaß draußen.